Ho, ho, ho. Hallo, hörst Steffen. Du mich? Du Ja, hörst mich. Hören tue ich dich jetzt gerade nicht. Du bist ein bisschen leise. Mal schauen. Ja, nee, so ist besser schon. Cam Mic, Integrated Camera, Camera Audio. Nein, müsste funktionieren. Test. Ja, ich höre dich gut. Hm. Ich höre dich gut. Jetzt höre ich dich. Ah, super. Hey, schön. Hallo, Lars. Ja, das ist ja perfekt. Jetzt bin ich sehr gespannt, wem ich hier begegne. Ich weiß nicht, warum mir da die Berechtigung da immer wieder rausfällt. Du hast auch schon was eingetragen. Uiuiui, du hast schöne Sachen eingetragen. Okay, vielleicht können wir kurz darüber reden, was wir machen wollen. Vielleicht ist ja einfach auch immer wieder wichtig zu sagen, also wir machen hier keine Show. Ne? Also es ist eigentlich eher ein Arbeitsmeeting, sage ich jetzt mal. Man kann dazukommen, man kann kommentieren. Da ist schon ein Kommentar, den... Ah, wo bleiben wir denn? Ah, Heiko ist auch da, hallo. Also wir arbeiten einfach an diesem Dokument. Dieses Dokument können wir vielleicht auch noch mal schnell verlinken. So, aber ja, und dann mache ich dann wieder einen Übertrag zurück in meinen Blog, irgendwo Gespräche im Teutoburger Wald. Wo ist denn das? Hier, vielleicht hier. Ja, genau. Hier ist das Line-up. Am Donnerstag dann Servan Grüninger zu Open und Klaus. So, Lars, wen treffe ich jetzt eigentlich hier? Was? Ja, erstmal, ich bin ich. Und bist du sicher? Nein, bin ich nicht. Ja, eben. Aber es ist eine Fiktion und da vertraue ich jetzt erstmal für die nächste Stunde oder anderthalb Stunden, dass ich mit mir selbst identisch bin. Aber insgesamt komme aus dem Lehrbereich Schule, Bildung, habe jahrelang in der Sozialpädagogik gearbeitet, beziehungsweise sonderpädagogische Schulbildung, jetzt aktiv in der Beratung und in der Forschung in Bezug auf Schule, auf innerschulische Maßnahmen zum Bereich Förderung von Hochbegabten und Förderung von marginalisierten Schülern, Schülern mit besonderen Bedürfnissen und eben auch sehr stark in dieser digitalen Welt verankert. Worum geht es eigentlich, wenn wir in einer digitalen Welt arbeiten, wenn wir Schule betreiben? Und was heißt es zum Beispiel, wenn wir jetzt ganz massiv umbauen von Anwesenheitsunterricht auf Abwesenheitsunterricht oder die Überführung ins digitale Medium. Hier in Dänemark, wo ich wohne und arbeite, man sieht gerade die schöne Farbe unserer Webseite in dieser Google Translate funktioniert auch hier. Es geht mir sehr viel darum, was macht es eigentlich mit uns, welche Selbstverständnisse werden aufgebaut, was heißt eigentlich noch Klassengemeinschaft in der Schule, solche Sachen. Immer sehr stark soziologisch orientiert. Ja. Komme aus der Kriegsforschung oder Organisationsforschung in Bezug auf Krieg und Schule, also die Verbindung von der Frage, wieso brauchen wir eigentlich Schule, was haben wir vor 500 Jahren angefangen zu lehren, wieso muss man schreiben lernen, wieso braucht man eine Nationalsprache, wie kam die militärische Bildung rein, wie hat sich die Disziplin dort entwickelt. Und in den letzten paar Jahren habe ich relativ intensiv mit Steffen Roth zusammengearbeitet und anderen klugen Köpfen. Und Systemtheoretiker Lumanianisch par excellence. Ja, genau. Welche Altersstufe ist das jetzt hier, wo ich da auf der Homepage bin? Oh, jetzt sehe ich die Homepage nicht. Ah ja, ich stimmt. Entschuldigung, dich. Sorry. Ich war noch hier. Ja. Das ist welche? Das ist jetzt Universität oder was ist das? Ja, wir sind eine pädagogische Universität. Und ich arbeite typischerweise im Continuous Professional Development Bereich, also die Weiterbildung von Lehrkräften. Projektentwicklung, solche Sachen. Ja, super.
Und die Hauptaufgabe, mit der wir arbeiten, ist eigentlich die Aufgabe der Umsetzung von Wissenschaftserträgen, neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen in Bezug auf Schule, Bildung und dies dann den Lehrkräften in einer verständlichen und praktisch umsetzbaren Format zugänglich zu machen. Ja, super. Also das ist natürlich auch ein Lieblingsthema von mir, gell? Ich habe einfach da diese 3 Jahre im Gymnasium Kloster dies und dies in der Schulleitung gearbeitet und dort noch einmal intensiv so mit dieser Gymnasiumsstufe in Berührung gekommen und vorher eigentlich eher so im privaten Bereich mit unserer Tochter, die wir dann aus der Schule genommen haben und ein ganz anderes Lernen ermöglicht haben, sage ich jetzt mal. Ob das für sie so toll war, weiß ich eigentlich gar nicht. Aber es war also nicht dieses Arbeiten an einer anderen Bildung, an einer anderen Schule, das begleitet mich eigentlich auch mein ganzes Leben aus, jetzt eher halt mal auch privater Perspektive. Du hast jetzt wenn ich einmal abbrechen darf. Und ja, zwar, klar. Oder unterbrechen darf. Also Deutsch ist nicht meine Muttersprache, deshalb. Ja, du sprichst hervorragend. Aber wenn ich ab und zu mal mich im Ton vergreife, dann sei dies bitte zu entschuldigen. Ja, auf jeden Fall. Aber du hast deine Tochter nie gefragt, was sie heute davon hält, wenn du sagtest, du wüsstest nicht, ob sie es letztendlich toll finden würde. Ja, ich müsste tatsächlich wieder mal intensiver mit dir darüber reden. Also sicher war die Schule, sie hat sehr, sehr früh geschrieben. Und wie sie in die Schule gekommen ist, wurde ihr dann beigebracht, wie man schreibt. Und das war eigentlich das Ende. Und wie wir sie dann in einer anderen Schule hatten, hat sie eigentlich erst nach 10 Jahren, also mit 10 Jahren, wieder angefangen zu schreiben. Also es ist ziemlich komisch. Aber sie ist ja nachher in den universitären Kontext gewechselt. Also irgendwie, irgendwann war dann der Anschluss auch wieder da, also keine Ahnung was. Aber ich glaube, so ein wichtiger Aspekt war einfach, dass vorher war die Struktur ein Problem und nachher war die Gruppendynamik eher ein Problem. Und ich glaube, das kann mindestens auch so belastend sein, in einem sehr, sehr freien Lernsetting diesen Gruppendynamiken ausgesetzt zu sein. Also das wäre jetzt mal so. Aber ich sollte wieder mal mit dir reden. Ja. Und wenn man dazu noch hinzufügen könnte, was deine Tochter erlebt hat, ist ja nicht einmalig auf der Welt, sondern gilt für sehr viele Schüler oder sehr viele Kinder, die sich dann organisatorisch einbringen in die Schule. Und dort wird ihnen dann nicht erzählt und erklärt, wie sie zu schreiben haben, sondern sie werden organisatorisch sozialisiert. Das ist ja eigentlich die Aufgabe der Organisation Schule, dass man dieses Programm durchführt. Deshalb hat man ja die Klassenkohorten entwickelt. Vor 200 Jahren war es eher so, dass man auf Leistung selektiert wurde. Und heute, oder ab den 1870er Jahren, hat man eben Jahrgänge gewonnen. Und dann mit der Grundannahme, wenn man einen bestimmten Jahrgang angehört, also wenn man so und so viele Jahre nach der Geburt Christi geboren worden ist, dann hat man eine ganz bestimmte Leistung. Und so binden wir letztendlich die Christusfigur oder die Geburt Christi viel stärker ein, als was wir uns das eigentlich gedacht hatten in dieser säkulären Welt. Schön, und zwar durch die Zeichrechnung. Ja. Du bist jetzt 2020 geboren worden. Das heißt, im Jahre 2020 nach der Geburt Christi oder 2019, in 7 Jahren können wir also hypothetisieren, dort musst du jetzt schreiben können. Ja. In der ersten Klasse. Diese Fiktion, diese Zurückrechnung auf diesen Urknall der westlichen Gesellschaft, der selbst rückwärts konstruiert worden ist. Genau. Das ist faszinierend. Sehr schön. Ja, das ist faszinierend. Gut, und dann eben, also das ist ja so ein Spruch, den ich da immer wieder mitgenommen habe von Peter Fratta, wo ich eben, also wo meine Tochter dann in die Schule ging. Ich habe mit ihm eine Schule mitgegründet, eine Ausbildungsdings über
Mediamatik hieß das damals, so wie die Sekretärinnen eben nicht mehr Sekretärinnen wurden, sondern Leute, die die Bildschirme einrichten können und aber so ein Spruch war von ihm, ich glaube, es waren 7 Punkte, alle Gleichaltrigen im gleichen Schulzimmer, im gleichen Moment, das gleiche Lehrmittel, die gleichen Inhalte gleich gut können und so. Also ich meine, das Programm ist so offensichtlich, worum es tatsächlich geht. Es geht sicher nicht um die individuelle Entfaltung eines Menschen, welcher da herausfinden könnte, was man gerne macht, was man gut macht, ob dieses, was man gerne und gut macht, anderen auch gut tut. So. Also darum geht es sicher nicht, oder? Ja, ich weiß nicht, ob du den Text von Luhmann kennst, der heißt Die Homogenisierung des Anfangs. Wow. Und da in dem Text beschreibt er sehr schön, dass alle Leistungen letztendlich, oder alle Schüler werden gleichgestellt als Schüler, deshalb die Erfindung des Schüler oder des Elev oder des Zöglings, die zieht man dann rein und jedes Jahr fängt man von neuem an, jetzt sind wir in der 8. Klasse, jetzt sind wir in der 6. Klasse und dann werden die positiven Leistungen dann der Schule oder der Lehrkraft zugerechnet und umgekehrt die Schlechtleistungen oder die Nichterfüllung von Lernzielen werden dann der Person zugerechnet, also dem Schüler, oder widrige Umstände oder Unwollen oder Böshaftigkeit oder in der therapeutischen, medizinischen Perspektive dann eben die Krankheit oder die Diagnose. ADHS, ja. Also du kannst dich nicht konzentrieren, dann springst du rum und dann macht man irgendwas. Oder was wir jetzt auch haben, Hochbegabte sind, wie deine Tochter ja anscheinend auch Symptome aufzeigt oder aufgezeigt hat, Hochbegabte sind in der Risikogruppe, dass sie die Schule verlassen, weil sie einfach dieses monotone Erleben der Welt nicht aushalten können. Ja, genau. Also spannend ist ja auf jeden Fall, dass wir schon ziemlich viele Jahrzehnte wissen um dieses Elend dieser Schule. Eben jetzt im Text für die NZZ habe ich sie unter diese Dickhäuter ja noch einmal, die Liste, die ich natürlich von Dirk Becker hatte und von Luhmann, weiß der Geier. Also die Liste der Dickhäuter ist eigentlich auch klar. Und da taucht natürlich dieses Bildungsmaschinerie auf, als ein Teil, wo wir natürlich stolz drauf sind und davon natürlich auch nicht lassen wollen, weil es ja Kinder wie mich aus der mittleren, unteren Schicht der Gesellschaft ja genau ermöglicht hat, dass ich etwas an Freiheit oder was auch immer das für ein Begriff ist, mir zugänglich geworden sind. Also so ganz einfach loslassen kann ich dieses Bildungssystem nicht. Und trotzdem weiß ich, mit welchen dramatischen Folgen das unterwegs ist und was eigentlich auch noch möglich wäre. Und diesen Dickhäuter jetzt da in diesen Transformationsprozess zu schicken und in dieser Langsamkeit, wo man wirklich sagen muss, ich glaube, sie schaffen diese Transformation nicht. Man muss einfach sagen, okay, das ist Bildungssystem, das geht vielleicht noch ewig weiter. Die katholische Kirche ist übrigens auch immer noch da, Gott sei Dank, sage ich jetzt mal. Aber daneben muss einfach etwas anderes kommen. Wie geht ihr das jetzt an? Also ich meine, du arbeitest natürlich jetzt in diesem Moment für einen solchen Dickhäuter, sage ich jetzt mal, oder? Ja, klar. Aber es muss ja nicht, es gibt keine Notwendigkeit. Ich würde eigentlich nochmal zurückgehen auf diese Frage der Homogenisierung des Anfangs und aufzeigen, dass die Schule sich eben in den letzten Jahrzehnten nicht verstärkt geöffnet hat, sondern verstärkt geschlossen hat. Ja. Die programmatische Differenzierung von Schülern, die programmatische Maßnahmen zur Inklusion, jetzt sollen noch mehr Schüler in der Allgemeinbildung, in den Allgemeinschulen integriert werden, ist doch eine Verstärkung des programmatischen Ablaufs, die dann organisationsintern oder dickhäuterintern weiter differenziert. Das heißt, jetzt machen wir besondere Maßnahmen oder wir stellen besondere Lernziele auf für die Mädchen oder die Jungs, die gerne springen oder die bedürfen jetzt, was weiß ich, die haben eine ästhetische Bildungsgabe, die müssen das
Die müssen die Tabellen, das 1x1, eher ästhetisch erfahren oder sie müssen springen oder Nägel einklappen. Mhm. Also das ist ja eine Stärkung der Institution, eine Stärkung der Dickhaut. Absolut, und nicht eine Schwächung. Das heißt, wir sehen im Prinzip eine Reaktion, dass man sich auf eine noch stärkere Programmierung und eine noch stärker differenzierte Programmierung aufbaut oder baut, und wir eben nicht diese Transformation erleben, den Übergang in etwas anderem. Aber jetzt hast du doch, ja, aber du hast täglich ja dann doch die Studis vor dir, die wollen Lehrpersonen werden, sage ich jetzt mal, wenn ich das richtig verstanden habe. Also ich meine damit, also beruhigen kannst du sie damit nicht. Sie haben dann das Klassenzimmer, sie haben ihre 18, 25 Kinder. Oder ja, nicht? Oder 28. Oder 28. Ja, aber die Frage ist doch letztendlich, eine Lehrerausbildung ist doch heute mittlerweile so durchkodiert und so durchreguliert, dass ja genau steht, was muss man den künftigen und jetzigen Lehrern worin soll man sie unterrichten und was müssen sie können. Also man hat diese immer stärkere Programmierung. Und das sehe ich eigentlich als eine Reaktion auf eine Umwelt, die sich im immer höheren Maße verändert. Also die digitale Revolution ist ja nicht mit dem Computer jetzt aufgekommen, sondern eigentlich mit den Schienen und mit der Bahn. Denn echt? man konnte Schienen verlegen, okay. aber was brauchst du, um die Schienen zu koordinieren? Erstens brauchst du eine Gleichzeitigkeit, also wir müssen dieselbe Zeit an allen Bahnhöfen haben. Wir können doch nicht in Zürich eine Zeit haben und in Bern eine zweite Zeit und in Genf eine dritte Zeit. Ja. Genf ich nicht bei euch, aber wir können auch nicht in Konstanz eine dritte Zeit haben. Ja. Und welche Zeit gilt jetzt und wie sieht der Fahrplan denn aus? Deshalb haben die Chinesen doch nach der Revolution eine Zeitzone eingeführt. Oder man braucht diese Gleichzeitigkeit. Und um diese Gleichzeitigkeit dann durchzusetzen, braucht man den Telegrafen. Die eigentliche Revolution ist die Gleichzeitigkeit oder die Zeitsynchronisierung mit dem Telegrafen, um sicherzustellen, dass die Züge dann auch so fahren und dass man einen Fahrplan erstellen kann, dass die Züge dann auch gleichzeitig ankommen und dass eine Bahn zu bestimmten Zeitpunkten dann eben belegt ist. Ja. Ja, sehr schön. Und der Zusammenhang zur Schule, also das ist eigentlich dann diese Vorbereitung der Menschen auf diese neue Taktung? Ja, dieser Übergang zu einer digitalen Gesellschaft, digital medierten Gesellschaft, kommt ja nicht nur mit dem Morse-Alphabet, sondern das hat man ja in großen Schüben. Wir sehen das mit dem Volksempfänger damals, als Goebbels sehr, sehr proaktiv die Möglichkeiten der Disseminierung einer Botschaft angewandt hat, erkannt hat und angewandt hat. Dann gab es die Situation, was damals ja völlig neu war. Die Lehrer denen wurde gesagt, sie sollten mit der Klasse zusammen diesen Volksempfänger dann anstellen. Und sie sollten dann gleichzeitig die Rede des Goebbels oder von Hitler zuhören. Was aber heißt, die Lehrkraft kannte nicht den Inhalt vorneweg. Normalerweise wird ein Lehrer ja, sehr schön, ja. Sich immer planmäßig oder überlegen, was werde ich jetzt durchnehmen, wie werde ich es durchleben, die methodischen Fragen, die pädagogischen Fragen, die didaktischen Fragen und so weiter und so fort. Das vorbereitet, er bereitet sich vor. Es gibt aber keine unmittelbare Vorbereitung, wenn man gleichzeitig mit Schülern etwas anschaut. Und später hat man das dann in den Staaten übernommen, die Technik mit dem Fernsehapparat, als Kennedy anfing, Ansprachen an die Nation zu halten. Ja. Und dann mussten dann hieß es dann wieder, die Lehrkräfte und die Schüler mussten das dann gleichzeitig sehen, um dann darüber zu diskutieren. Was aber heißt, die Autorität der Lehrkraft, die wurde eruiert oder verschoben. Man hatte nicht mehr die Wissensgrundlage, die man vorbereitet hatte.
Ja, Was genau. dann wiederum durch die Möglichkeiten der Aufnahme mit Betamax-Kassetten und VHS-Kassetten und was die Lehrer alles da massiv angenommen haben, das war faszinierend, weil dann hatte man wieder die Möglichkeit, etwas aufzunehmen, man konnte es vorbereiten und dann wieder die didaktischen Materialien zu schaffen für den Unterricht. Und jetzt sehen wir es mit YouTube und mit den verschiedenen Streaming-Möglichkeiten und so auch mit diesem Stream, den könnte man ja nehmen. Ein Lehrer oder wer auch immer, ein Professor könnte diesen Stream sehen. Er würde sich dann Teile davon ausschneiden und den didaktisieren und den Schülern oder den Studis ja, zur Verfügung stellen. Also es geht immer wieder darum, was machen Lehrer? Können sie die Zeit oder können sie es vorbereiten? Können sie wieder die Kontrolle übernehmen, so gesagt? Oder müssen sie Gleichzeitigkeit, also eine Resymmetrisierung erleben, dass man gleichzeitig etwas Neues erfährt? Wir haben es im Augenblick mit der Corona-Krise, da sind die Lehrer wie die Schüler gleichzeitig in dieser Gesellschaft verankert. Sie werden von den gleichen Medienhäusern, sie werden von den gleichen Quellen gefüttert. Und der Lehrer hat keine Möglichkeit, beziehungsweise die Schule oder die Institution hat keine Möglichkeit, dort vorweg thematisch zu didaktisieren. Ich kann es nicht vorbereiten. Hier, wir müssen das lesen oder dies lesen. Es ist immer schon veraltet. Ja. Und deshalb ist diese Frage nach der Zeitlichkeit, der Synchronisierung und der Asynchronisierung interessant im Bereich Schule, weil Lehrkräfte immer wieder versuchen werden und versuchen müssen, Materialien vorher zugänglich zu machen, weil sie diesen Wissensfundus haben, den sie didaktisieren und dann eben in den Unterricht hineintreten können. Also jetzt sind wir natürlich, also du machst mir hier natürlich einen extrem schönen Zugang zu dem, was ich ja bei Wikipedia dann als Metapher sehe, ne? Also dass ich, also wenn ich merke, dass ich auch als Lehrperson oder jetzt als einfach lernen wollendes Menschlein, was ja dieses Menschlein macht, bis es in die Schule kommt oder in einem Höllentempo lernen, wie verrückt, dass es wie gelingt, ein anderes Programm zu machen, ein eigenes Programm zu machen und zu sagen, okay, die senden wie die Verrückten und ich kann jetzt entweder Opfer werden von diesem ständigen besendet werden und mich diesem Strom einfach hingeben. Oder ich beginne, ein anderes Programm aufzubauen. Ich beginne, eine eigene Frage zu stellen. Ich versuche, einen eigenen Workflow zu machen, einen eigenen kommunikativen Märzbau vielleicht zu organisieren. Also könnte das so, könntest du da mitgehen? Oder ist das siehst du die Metapher, sage ich mal so? Die Metapher sehe ich. Nur das ist doch fast libertär aufgebaut. Ich alleine in der Welt baue mir mein eigenes System, meine eigenen Strukturen auf. Und wie soll ich das denn machen? Also ich muss doch irgendetwas haben, wogegen ich, also ein Gegenspieler, und der ja auch mitspielt, er ist im Spiel, ist eben mein Gegenspieler. Und das können ja sowohl Lehrkräfte sein, wie auch andere Studenten oder Schüler. Und deshalb ist dieses Aufbauen eines Systems, das Aufbäumen des eigenen Denkens und Wissens, das muss doch eben immer wieder in Dissens auch getestet werden, auf Fragen hin von den Kollegen, von der ganzen Welt im Prinzip. Also bei dir hat jetzt unmöglichen Kommunikationspartner. Ja, klar. Aber bei dir hat jetzt Libertär fast schon ein bisschen negativ getönt. Aber das ist ja, also deshalb ja dieses. Also mein Workflow sieht ja so aus, wenn ich sehr schnell am Twittern bin, diese halb und mini oder gar keine Gedanken, die ja schon da draußen sind und wo ich dann beobachten kann, ob sich da was anhängt oder ob da was entsteht oder ob man so, und dann geht das ins Blog rüber, wo vielleicht ein Text oder zusammenhängendere Gedanken kommt. Dann geht es in solche Öffnungen hier rein, wie da kommt jemand und sagt, wie Steffen Roth oder Maren Lehmann oder so, oder Dirk Beck, die sagen, oh, geht alles nicht, bitte mach nicht so ein Durcheinander, ne? Und dann wieder in bei Wikipedia etwas einpflegen wollen, wo noch einmal eine völlig andere
So, also ich habe ja Widerstände, habe ich ja noch und nöcher, oder? Es ist ja nicht so, dass ich, was war das jetzt mit diesem Libertären? Nein, es war nicht negativ bewertet, sondern es war die Pointe, dass dieser völlig frei selbstschaffende Mensch, diese ja. Annahme, der sich seine eigene Gedankenwelt aufbaut, ja. Dieser radikale Individualismus, ja. Den habe ich nur als vielleicht wieder als Metapher jetzt angewandt, um zu zeigen, dass man immer auch in einer Welt verankert ist. Ja, genau. Also diese Suche. Ja, genau. Okay. Also dieses. Lass mich das mal fertig machen. Und zwar auch deine Arbeitsweise, die du jetzt beschreibst, ist doch die einer Irritationsschaffung. Also mit deinen, sagen wir mal, ungewohnten oder merkwürdigen Formen und Zeigen und SMSen und was du twitterst, das sind ja Ideen, die du aufgreifst, die sind radikal verkürzt und die werden dann in einem Bearbeitungsprozess langsam zu etwas kondensiert, ja. Das dann auch für andere als dich selbst verständlich ist. Keine Ahnung. Hoffentlich. Also ich habe jetzt dann Feuilleton bei NZZ gelesen, da war verständlich, also irgendwas hat doch geklappt. Und wir sitzen jetzt heute und sprechen zusammen, haben dieses schöne Gespräch. Ja. Das klappt also auch wieder. Und da gab es ja eine Diskussion vorweg, auch bei Steffen und anderen. Was hast du eigentlich überlegt? Welche Ideen gibt es? Und eigentlich war mein Einstieg ja für dieses Gespräch, ich wollte über Clausewitz sprechen. Ja. Also Krieg, ich finde auch, also über Krieg sollten wir im Moment reden. Es ist ja im Moment Gott sei Dank nicht Krieg gegen Menschen, sage ich jetzt mal. Es ist ja ein anderer Krieg. Vielleicht müssten wir ein neues Wort haben für Krieg. Aber ja, mach mal. Also hast du da etwas angefügt dazu? Oder? Ja, nein. Also Steffen hat seinen Beitrag damit geendet, man solle als Forscher weiterhin kriegsrelevant bleiben. Ja, genau. Das war so ungefähr sein letzter Satz. Ja. Und Macron und andere sprechen vom Krieg gegen den Coronavirus. Man muss nur mit Clausewitz überlegen, wenn wir von Krieg sprechen, wenn wir dieses Wort anwenden, die Amis haben es umfassend getan, sie haben von Krieg gegen den Terror und Krieg gegen die Drogen und Krieg gegen dies und jenes, Krieg gegen die Armut, die globale Armut, angewandt. Dann muss man sich doch überlegen, was heißt eigentlich Krieg? Und für Clausewitz, da ist er ganz präzise und sagt, Krieg wird nicht vom Angreifer angefangen, sondern von denen, die sich dazu entscheiden, sich dagegen zu wehren. Also Krieg fängt erst in dem Aufbäumen, in dem Aufbauen einer Abwehr an. Und wenn wir dann Macron hören, wir seien im Krieg gegen gegen das Virus oder den Coronavirus, das heißt, es geht um ein Aufbäumen. Und dieses Aufbauen eines Widerstandes, wir wollen nicht, wir akzeptieren die prognostizierte Zukunft nicht. Wir wollen eine andere Zukunft. Das ist Aufbauen von Kontingenz. Mhm. Und deshalb ist das Abweisen einer projizierten Zukunft bei Nichtintervention oder bei Nichtabwehr, darum geht es doch eigentlich jetzt im Coronavirus. Und das wäre ja auch der Übergang dann zu deiner Frage zu der Next Society und zu Dirk Beckers, Peter Druckers Überlegungen zu, wo geht's hin? Also das wäre doch, kann eine Gesellschaft sich gegen sich selbst aufbäumen? Kann sie das? Kann eine Gesellschaftsstruktur, eine Differenzierungsform, wie du sie jetzt Dickhäuter nennst, die Schulen, die Institutionen, können sie sich aufbäumen und sich gegen eine sich formierende neue Form der Differenzierung wehren? Eine Wehrhaftigkeit. Luhmann hat das in meinen Augen wunderbar beschrieben in seinem kleinen Artikel oder großen Artikel Interaktion in Oberschichten. Wie heißt das? Interaktion in Oberschichten. Gesellschaftsstruktur und Semantik, Band 1, 1980. Genau. Interaktion in Oberschichten.
So, und dort beschreibt er wunderbar, dass die Stratifikation als Reaktion des, gegenüber dem der Aufkommen des funktionalen Differenzierens sich weiter stratifizierte. Das heißt, es gab nicht nur eine Oberschicht, eine Mittelschicht, eine Unterschicht, so gedacht, sondern die Oberschicht wurde weiter in sich selbst differenziert. Und okay. Ihr habt das im Nebenland in Österreich sehr deutlich gesehen. Also es gab plötzlich Hoch- und Niederadlige und die Hochadligen wurden dann noch weiter differenziert und dann hatte man Könige und dann letztendlich, oder Fürsten, Könige und Kaiser. Und wenn man dann aus einer Kaisersfamilie kam, die Habsburger-Dynastie zum Beispiel, dann konnte man ja nur noch mit einem anderen kaiserlichen Blut sich vermählen. Es wurden immer weniger an der Spitze der Spitze. Also es gab diese verstärkte Differenzierung, die dann letztendlich in den napoleonischen Kriegen zusammenfiel. Und was sagt mir das jetzt? Es sagt dir, dass deine Überlegung zu Dickhäutern, könnte man als Wehrhaftigkeit der funktionalen Differenzierung beobachten, die sich dem Aufkommen einer Next Society, Singularity, University und so weiter und so fort aufbäumt. Wow. Wir brauchen immer noch Ordnung, wir brauchen immer noch Struktur. Ja. Und wir haben im Laufe der Modernität oder der Moderne, haben wir diese im Prinzip Neuerfindung, die Organisation mit Mitgliedern. Die Organisation entwickelt sich als, hat zwei Ursprünge. Es gibt einmal den Körper, also die Organe, der Körper. Man sieht das mit Hobbes, wo diese Organisationstheorie im Prinzip auf eine nationale oder staatliche Gesellschaft aufbläht. England gibt es eben diesen Körper und oben der Kopf, das wäre dann eben die Krone, das wäre der König. Und dann aber auch noch auf der anderen Seite nicht das Organische, sondern das Mechanische. Wie ein Uhrwerk, wie ein Schweizer Uhrwerk. Es gibt ein wunderbares Zitat von Friedrich dem Großen. Er schreibt da zur Entwicklung eines neues Gesetzbuch oder von Grundgesetzbuch im Prinzip. Es geht darum, die Gesellschaft so oder das Gesetzbuch so aufzubauen, dass die Gesellschaft in sich selbst einfach weiterlaufen kann, wie ein, Zitat, perfektes Uhrwerk. Ja. Da hat man diese mechanistische Perspektive drin. Und diese beiden, die amalgamieren dann insbesondere im Ersten Weltkrieg, amalgamieren dann zum modernen Organisationsbegriff. Und Weber hat das wunderbar ausbuchstabiert mit seiner bürokratischen Theorie. Alles muss auf Stellen und Plätze verankert werden. Man hat formale Hierarchien, man hat organisierte Strukturen. Es wird dieser eiserne Käfig entsteht dann. Und der eiserne Käfig heißt eigentlich nur, dass die Organisation als Konzept oder als Idee megalomanisch wurde. Und diese megalomanische Annahme verdrängt dann oder invisibilisiert das Aufkommen oder das Weiterbestehen von Netzwerken, von sozialen Netzwerken, die im Hintergrund dann weiter operieren. Aber dieses alles auf Organisation, auf Mitgliedschaft anrechnen, auf die Zurechnung von Leistungen, von funktional oder von organisatorischer Differenzierung, das Aufbauen von neuen Stellen, neuen Positionen, neuen Spezifikationen, neue Diagnosen, neue Arbeitsweisen, also alles wird auf Organisation zugerechnet. Und das bricht mit dem Aufkommen des Internets im Prinzip zusammen oder wird kontingent gesetzt. Die Netzwerke entstehen wieder, werden wieder sichtbar, weil man auf Netzwerke als nicht nur informale Organisation, das ja immer noch innerorganisatorisch gesehen wird, sondern auch als extraorganisationale Perspektive muss man es anschauen. Also es passiert außerhalb der Organisation. Ja, super.
Ja, also es wird ja, das haben wir dann mit Steffen auch so, also diese Frage noch einmal, was ist jetzt eigentlich Netzwerk und hat es doch immer gegeben, warum soll jetzt Netzwerk Teil von Next Society sein, wo wir da an der Tabelle gearbeitet haben, oder? Ja, aber Netzwerk gab es ja schon immer. Also Ja das klar, muss eben. letztendlich die Urform sein, die sich dann immer in wieder neuen medialen Substraten oder Medienformen sich neu formieren müssen. Genau, diese Matrix, die muss sich immer wieder neu formieren, muss sich immer wieder neu erfinden. Was ist denn ein Netzwerk? Wie ist ein Netzwerk dann verbunden? Und man kann sagen, Netzwerktheorien gibt es viele. Dirk Becker hat eine, Steffen hat eine andere. In deinem Bereich Open Source, dort würde man dann eher Netzwerk als, müsste man unterscheiden zwischen der Innenperspektive und der Außenperspektive. In der Innenperspektive wären das Beiträge oder im Neulingo Commits, dass man etwas beiträgt. Linux-Kernel oder bei Wikipedia oder anderen netzwerkbasierten Strukturen. Man trägt etwas bei. Wenn man nichts beiträgt, fällt man aus der Geschichte wieder heraus. Es gibt zwar noch eine, entweder Blockchain gebunden oder auch einfach im Edit History, gibt es eine Geschichte, dass man einmal dabei war. Man kann es wieder hervorsuchen, aber man verschwindet langsam. Und dieses Committing, das ja in der doppelten Bedeutung einer persönlichen Einstellung, ich committe mich, aber auch auf der anderen Seite, ich trage etwas bei oder ich trage dazu bei, dass ich in Zukunft etwas beitragen könnte. Das wäre dann eben das Netzwerk. Von außen gesehen, wenn man Netzwerkanalyse betreibt und versucht, soziologisch, theoretisch, das Netzwerk zu fassen, dann sind wir sehr schnell an Organisierbarkeit wieder gebunden. Wir müssen in Zeitstrukturen denken. Wir fragen, wer ist dabei in der Sozialdimension? Wer ist zum Beispiel, wer ist im systemtheoretischen Netzwerk dabei? Oder wer war dabei? Wer wird in Zukunft dabei sein? Also man könnte es temporalisieren noch. Aber die Frage ist doch eigentlich, wie können wir von außen das Netzwerk begreifen in einem Format, das nicht an Organisation gebunden ist? Und wir benutzen immer noch die Begrifflichkeiten, die Konzeption, die Theoriegebäude, die in der Entwicklung oder in der Weiterentwicklung von Organisationstheorie letztendlich gebastelt worden sind. Ja, sehr schön. Das erinnert mich an diesen einen Satz, den wir da mal, das war ja alles ziemlich intuitiv. Also den da, the next organization will not be organized. Genau. Aber will not be organized heißt ja nicht, dass Organisationen einfach verschwinden. Aber Organisation wird vielleicht nicht die Hauptform sein. Und Organisationen müssen sich letztendlich der Herausforderung stellen, dass neue Medienerfindungen, also Disseminationsmedien, einen Sinnüberschuss erstellen, eine Sinnexplosion. Und wie organisiert man das denn? Also könnte man Mitgliedschaften haben, die von multiplen Personen oder sozialen Adressen geleistet werden. Oder, also das hat man doch heute schon mit ach, wie heißt denn sowas auf Deutsch? Also die WHO zum Beispiel. WHO hat verschiedene Mitglieder und Beiträge. Und das wäre so ein Format, das könnten wir vermutlich in der Zukunft mehr sehen. Wer trägt gerade dazu bei? Wer committet sich gerade zum WHO? Und wer eben gerade nicht in diesem. Ja, genau. Also da haben wir dieses, das hat Heiko Kleber das letzte Mal auch noch kurz durchgemacht mit diesem. Also wir haben da eigentlich auch so von Wikipedia her abgeschaut, wie wir arbeiten, wo wir dann gesagt haben, also wie funktioniert eigentlich dieses Setting bei Wikipedia? Und dann haben wir gesagt, okay, also wir verlangen zuerst es muss computer-mediated communication sein. Dann akzeptieren wir in einem Lemma, wo wir am Arbeiten sind, dass hier eine gewisse Frage gestellt ist, eben zum Beispiel das Lemma oben. Jetzt sprechen wir über Krieg oder jetzt sprechen wir über
Bildung oder so. Mhm. Und dann wird hier akzeptiert, dass wir jetzt zu diesem Lemma arbeiten und nicht zu etwas anderem. Wenn wir darüber reden wollen, gehen wir auf die Diskussionsseite. Wenn wir über etwas anderes reden wollen, gehen wir halt in einen anderen. Aber jetzt hier das und nur das. Und der dritte Punkt noch, dieses Commitment without binding. Also wenn du was beiträgst, trägst du was bei, und wenn du nichts beiträgst, halt eben nicht. Definitiv. Das ist eigentlich so ein Versuch gewesen, das zu formalisieren. Ja, wenn man zurückschaut, die in den italienischen Stadtstädten der Renaissance, da war das Commitment, wenn man sich eingebracht hat, das war Commitment with Binding. Also man hat sich dann in das Machtgefüge mit eingebaut, war dann aber auch auf Biegen und Brechen letztendlich dort gefangen. Und das hat der Dante sehr schön am eigenen Körper erleben müssen. Ja. Und das hat er dann fantastisch in seinem literarischen Meisterwerk Die göttliche Komödie reflexiv der Welt vorgestellt. Ja, sehr schön. Also es gibt die neuen Zirkel und dort wandert er dann runter, links gedreht, das ist also falsch rum im Prinzip. Er wandert runter und in jedem Zirkel trifft er neue Menschen, die er dann in der Welt irgendwann mal gekannt hat oder von denen er gewusst hat. Und die waren dann immer böser und böser und böser, je tiefer man runterkam, bis runter zum neunten Zirkel, wo dann der Teufel oder der Satan saß vielleicht, und im Stillen. Merke bitte, der Teufel ist still, er sitzt dann und kaut die Schlimmsten, ohne dass sie sterben, sie werden nie verschluckt, sondern sie werden einfach nur auf ewig gekaut. Welch faszinierendes Bild. Ja, Wahnsinn. Und wie kommt er daraus wieder hin? Wie kommt er dort wieder raus? Er muss um den Satan herum gehen. Und ich habe jetzt im Dokument, im Arbeitsdokument habe ich da ein Bild reingelegt. Er muss um diesen Satan herum gehen. Und dort gibt es eine ganz kleine Öffnung. Und wenn man durch diese Öffnung hindurchtritt, das gibt es auch bei Wikipedia. Ich habe es von dort kopiert. In großer Auflösung. Er muss also um diesen Teufel jetzt herum, und dort gibt es eine ganz kleine Öffnung. Und diese ganz kleine Öffnung, wenn man dort durchtritt, dann stellt die Welt sich auf den Kopf. Er bleibt immer noch stehen. Aber die Welt dreht sich plötzlich um 180 Grad, also von oben und unten. Und dann fängt er an, die neun Zirkel im Purgatorium dann aufzusteigen. Und mich hat dieses Bild, ich muss um den Satan herumgehen, dann gehe ich durch eine Öffnung, und im Prinzip ist es ungeklärt. Also ich habe versucht, auch das Original Italienische zu lesen und zu dechiffrieren. Aber man kommt dort durch diese Öffnung hindurch. Was dreht sich eigentlich? Dreht sich der Mensch oder dreht sich die Welt? Und Dante lässt die Welt sich drehen. Und dann tritt er hinaus und steigt dann langsam vor und kommt dann hoch zum Göttlichen, und es wird immer weniger interessant zu lesen. Okay. Ja. Also das Spannende ist eben Inferno. Der Rest sind theologisch immer attraktivere Konstruktionen oder immer lobendere Konstruktionen. Ja, ja. Genau, der Satan in der Hölle von Doré. Und man schaue doch bitte hier. Steht da rechts, er steht allein, der Livius ist nicht dabei, der verschwindet eigentlich und kommt erst wieder in der Beschreibung, taucht er erst wieder vor, als er durch die um den Satan herumgegangen ist und wieder im Purgatorium angelangt ist. Oh. Also das Treffen mit dem Satan, das passiert ganz allein. Und das ist doch eigentlich... Ja. Und das Interessante hier heißt, oder ist, dass man tritt etwas gegenüber, und die Frage ist dann, was dreht sich letztendlich? Und jetzt habe ich oben den Text noch hinzugefügt. Die Frage ist doch hier, wenn wir Bildung sagen oder wenn wir Next Society sagen. Next Society
Das ist irgendeine, jetzt habe ich das theologisch gefasst, eine Schöpfung, es ist existent in deiner Beobachtung, du hast das mit Wikipedia vorexerziert. Es ist geschaffen, aber von was und von wo? Die Luhmannsche Antwort medientheoretisch wäre, es gab ein neues Disseminierungsmedium. Also ja. Buchdruck zum Beispiel kam und dann kam der Computer und jetzt stellen wir uns langsam ein auf eine Gesellschaft, die sich mit dem Sinnüberschuss von Gesellschaft oder von Kommunikation im Computermedium orientiert. Aber wer beobachtet es eigentlich? Und das, da würde ich dich jetzt auch drin platzieren, du bist im Prinzip teuflisch, indem du die Unterscheidung zwischen dem Schöpfer und der Schöpfung der nächsten Gesellschaft beobachtest. Das wäre so die theologische Variante. Ja, und sehr schön. Und meine Herausforderung an dich wäre dann zu fragen, wenn du hinter den Teufel trittst, bei Dante, der die verstärkte Schriftkultur reflektierte, wenn du hinter den Teufel trittst, was dann? Was dreht sich dann? Also du musst deine eigene Beobachtung nochmals hinterfragen. Luhmann benutzt, ja. Luhmann benutzt, ganz kurz noch, Luhmann ja, benutzt in Religion der Gesellschaft, Seite 176, glaube ich, und ein paar Seiten vorwärts. Dort benutzt er da stellt er die Frage. Also Gott hätte dann irgendwie den Teufel erschaffen, vielleicht musste auch den Teufel erschaffen. Die teuflische Beobachtung in jedem Falle ist eine böse Beobachtung von Gott. Genau, die Religion der Gesellschaft 174. Eine böse. Was 176? Ja, 174 oder 176. So. Und wenn der Teufel jetzt Gott beobachtet und seine Beobachtung sei eine böse Beobachtung. Gut, wen haben wir sonst noch als Beobachter? Oh. Alles gut. Wir haben die Theologen. Die Theologen haben sich mit der Beobachtung Gottes beschäftigt. Und ihre Beobachtung, ist sie denn auch böse? Nein, sie muss dann gut sein. Also müssen die Theologen einen Tanz erstellen oder tanzen und dann eine Berechtigung, eine Unterscheidung einführen, weshalb deren Beobachtung von Gott gut ist und damit auch die kirchliche Beobachtung Gottes und die Anrufung Gottes, aber die teuflische Beobachtung Gottes sei eben eine böse Beobachtung. Yeah. Ja, das hinterlässt uns die Frage, welche Unterscheidung ist moralisch gesehen jetzt gut und böse. Wo platzieren wir uns? Machen wir eine böse Beobachtung der Next Society? Moralisieren wir? Wir wollen jetzt die Next Society haben. Wir wollen unbedingt diese Singularity University, dieses Open oder wie wir es auch beschreiben, diese Computergesellschaft. Oder stellen wir uns auf der Seite der Theologen? Vielleicht, und ich weiß es nicht, das wäre eine Hypothese, wäre das die Position deiner Dickhäuter, die zwar die neue Gesellschaft beobachtet, sich aber darin verfestigt, oder dass ihre Beobachtung der Next Society eine Kontinuität der jetzigen, der funktionalen Differenzierung der Buchdruckgesellschaft sei und deshalb die Dickhäuter sich einfach etwas transformieren, etwas verändern müssten. Ja. Also ich versuche das vermutlich mit dieser Formel zu machen, dass ich sage, ich kann über Medienwandel, also wenn wir jetzt in diesem Teutoburger Wald sind, beides Vororte von Bielefeld, wie Dirk Becker das so schön formuliert hat, dann würde ich sagen, okay, wir können jetzt mit Perspektive Medienwandel darauf schauen und dann sehen wir, wie sich das halt einfach vor sich hin bewegt. Oder wir versuchen mit der Formel zu schauen von Medienwechsel, wo wir dann so Häufchen bilden und dort versuchen dann Unterscheidungen zu generieren, die mir einen praktischen Unterschied machen. Ja, aber Wandel und Wechsel, das wäre wieder ein klarer Unterschied. Ein Wandel muss von bis markieren. Ja. Wenn man von bis markiert, hat man auch wieder eine Unterscheidung. Ja. Und Wechsel?
Wechsel wäre ja einfach von A bis B, ohne notwendigerweise eine zeitliche Beobachtung einzuführen. Ja, genau. Wandel geht über Zeit, Wechsel ist einfach letztendlich eine unzeitliche Beobachtung. Wow, ist das der Unterschied? Also Wandel hat Zeit, beobachtet Zeit mit. Ja, es wird ihr Zeit zugelegt. Also der Wandel von dir, als du 7 Jahre alt warst bis heute, das ist ein Wandel. Ja. Wenn wir aber ein Bild von dir, als du 7 Altjahre warst, aufhängen auf einer Wand und nebenbei ein Screenshot jetzt machen von dir, dann könnte ich zwischen den beiden wechseln. Ja, sehr schön. Das ist also der einfache Unterschied zwischen Wechsel und Wandel. Ich muss entweder Zeit hineinlegen, dann kann ich den Wandel zeigen, oder ich muss von außen eine zeitliche Struktur auferlegen und sagen, der Alte oder der Junge, beziehungsweise der Alte oder der Junge Steffen. Ja, genau. Denn das Alte bist du der Junge. Ja, genau. Lars, kannst du noch mal zurückgehen? Also das fand ich extrem spannend und ist an der Grenze meiner Vorstellungskraft. Das hinter den Teufel zurückgehen, das finde ich, das ist schon eine extrem... Kannst du da noch einmal reingehen? Ja, wie kann ich hinter meine... Also wenn ich, also nehmen wir das Beispiel, wenn ich jetzt also Wandel, Wechsel nehme und mit dieser Unterscheidung im Moment aktiv, also sehr aktiv versuche zu arbeiten, hinter den Teufel zu gehen, würde meinen, eine Metaposition zu dieser Unterscheidung zu suchen. Oder ist das... Ja, klar. Also du musst diese Unterscheidung dann explizieren. Ja. Also der Wandel auch als Unterscheidung. Ja. Dann aber bin ich ja wieder in einer neuen Position, wo ich dann implizite Unterscheidungen anwende, um meine früheren impliziten Unterscheidungen explizieren zu können. Ja. Also ich komme dort niemals heraus. Mhm. Das war auch immer das Problem des Teufels. Er kam nie aus der Schöpfung heraus. Er musste immer wieder drin hängen bleiben in der christlichen Logik. Sonst wäre man ja bei den Manichäern gelandet. Dort gibt es eben die zwei Positionen, also der gute Gott und der böse Gott, also Gott und Teufel. Und dann hat man eine dualistische Weltbeobachtungsperspektive. Wenn wir aber im Monismus verbleiben, es wäre ein Zentrum oder eine Gesellschaft für ein Gott, dann ist diese Beobachtung innerhalb der Schöpfung oder der Gesellschaft zu finden. Und ich möchte dann... es gibt ein wunderbares, ein starkes Zitat von Luhmann, das in einem Interview von Dirk Becker mal gesagt worden ist. Luhmann sagt, meine Position ist mit dem Teufel. Er unterscheidet am stärksten und sieht am meisten. Ja. Ich habe dieses Zitat jetzt ein paar Mal in verschiedenen Zusammenhängen gebraucht und zitiert. Und die Pointe dort ist, die unreflektierte Frage nach dem Superlativ. Er unterscheidet am stärksten und sieht am meisten. Diese beiden Superlative, die verstecken die Frage oder verstecken letztendlich die Hierarchisierung. Am meisten, mehr als von wem sonst. Alle anderen Beobachtungspositionen sind dann weniger starke oder benutzen weniger starke Unterscheidungen und sehen weniger. Also es gibt mehr und weniger als Unterscheidung. Aber welche Beobachtungspositionen und Beobachtungsleistungen sind das denn? Das ist die letztendliche Frage. Und deshalb sagt er, meine Position ist mit dem Teufel und eben nicht die des Teufels. Ich habe mir dann die Mühe gemacht, nachzuschauen, ja, welcher Teufel jetzt? Es gibt ja in der Kultur, in der Theologie, in der Dogmatik, in der Philosophie, in der Juristerei Unmengen von Teufeln. Luhmann zitiert dort den Goethe, Faust 1. Das sei sein Teufel. Aber wenn wir den Mephistopheles in Goethes Werk anschauen, nicht nur Faust 1, sondern auch Faust 2,
dann ist das eine Figur, die künstlerisch vom Menschen befähigt wird, Sachen zu erschaffen, Möglichkeiten für den Dr. Faust zu leisten. Aber, und da kommt immer die Pointe, die selten mitreflektiert wird, der Faust unterschreibt einen Vertrag, das befähigt den Mephistopheles, den Dr. Faustus hin und her zu tragen, zu Gretel reinzutreten und sich zu vergnügen. Sie schaffen sogar diesen Homunculus. Aber zu guter Letzt bereut Dr. Faust seine Entscheidung, seinen Vertrag. Und er bäumt sich auf in seinem hohen Alter, nimmt den Vertrag und zerreißt diesen Vertrag. Und der Mephistopheles kann dagegen nichts tun. Okay. Gut, wenn wir also dort verbleiben, dann sagen wir, der Mensch oder die Gesellschaft, die Kommunikation im Prinzip kann den Vertrag zerreißen und der Beobachter, Mephistopheles bzw. Luhmann, kann dagegen nichts anstellen. Das ist die eigentliche Teufelsfigur bei Luhmann und das ist die Position, die wir uns immer überlegen müssen. Wie können wir beobachten, und sei das geschichtlich, sei das Next Society, Medienwandel, Medienbruch, sei es Corona-Krise, staatliche Interventionen, WHO oder was auch immer. Wie können wir diese Position aushalten, sodass wir beobachten und nicht einfach in Überheblichkeit des Mephistopheles uns an Verträge binden, die wir selbst, ja, da sind wir machtlos. Das ist eben die Aufgabe des Beschreibens. Wir können es beschreiben, wir können starke Beschreibungen machen, wir können schwächere Beschreibungen machen, wir können starke Unterscheidungen anwenden, schwächere Unterscheidungen anwenden. Aber letztendlich, wir müssen unterscheiden und wir sind als Beobachter, wie auch Sozialarbeiter oder Gesellschaftsarbeiter, wie ich es dir empfehlen würde zu sagen. Aha. Du arbeitest an der Gesellschaft, nicht am Sozialen, denn was wäre das Soziale? Das Soziale wäre Kommunikation. Kommunikation, der Gesamtbegriff wäre Gesellschaft. Also, wenn man systemtheoretisch, luhmannisch arbeiten möchte, dann Gesellschaftsarbeiter. So. Ja. Oh Mann. Aber das ist die Funktion des Teufels als Beobachter. Und wir sind, und das meine ich im sehr positiven Sinne, wir sind, oder wir haben die Möglichkeit, diese Position einzunehmen in der Beobachtungsfreiheit des Teufels, uns bestehende Unterscheidungen anzuschauen, diese zu reflektieren und auch zu hinterfragen. Und wir können uns selbst verdoppeln, wir können uns in den Spiegel schauen und sagen und fragen, ja, welche Unterscheidung benutze ich jetzt gerade? Ja, deshalb, ganz genau. Also, ja. Genau, das ist relativ simpel und das ist eben die Unterscheidung von Medienwechsel, Medienwandel. Da habe ich, ja, dir dann, genau. Hab ich das jetzt einmal vorexerziert. Auch der Wandel hat eben eine eingebaute Zeit in seiner Beschreibung. Da kannst du sagen, ja, Wandel von was bis was, wie lange dann, können wir das in Minuten, Stunden, Tagen, Wochen, Monaten, Jahren, Jahrhunderten, Jahrtausenden rechnen? Oder müssen wir das in Wechsel, wir kommen aus einer Gutenberg-Gesellschaft, kommen in eine Computergesellschaft an. Und was passiert eigentlich mit da? Ja, ganz genau. Eben, also, und der Günther Lierschoff hat hier sehr schön geschrieben, man muss diese Beobachtung des Teufels, der Beobachter selbst ist, aushalten. Genau. Wir müssen das uns selbst aushalten können. Das war ja auch mein Anfangssatz. Ja, ich bin ich. Das müssen wir aushalten können. Ja, genau. Und ab und zu zerbricht es, insbesondere in Isolation. Ja, oder halt eben in also bei Flusser haben wir da dann so dieses Ich ist das, wozu andere du sagen. Also in dieser Explizierung, wo ich dann wieder diese Rückmeldung zurückbekomme und sage, ja, aber das, was du jetzt da gerade zeigst von dir, das ist bei mir etwas völlig anderes. Und dann eigentlich in eine Wendung hineinkommt, oder? Also irgendwie sowas. Ja, aber das hast du ja schon bei Platon. In seinem, was habe ich jetzt extra mitgenommen? Wow. Ja.
Nur so als Leseempfehlung. Den Dialog Parmenides. Ja. Das ist schwierig. Parmenides. Und wenn man dann dort aufschlägt, in diesem alten, echten Buch, auf Topenbaum, dort fragt er einmal, wenn eins ist, was wäre denn die Eins? Das ist die Identitätsfrage. Und wenn eins nicht ist, was ist denn die Identität von Nichtsein der Eins? Also das ist eigentlich eine Variation, das wird dann wunderbar durchgespielt. Ich kann es einfach hier, die zweite Voraussetzung, wenn eins nicht ist, erster Abschnitt, was nicht eins für sich selbst, wenn eins nicht ist, das eins Nichtseiende hat Erkenntnis und Verschiedenheit an sich, es hat Unähnlichkeit mit dem anderen und Ähnlichkeit mit sich selbst, es hat Gleichheit, Größe und Kleinheit an sich und Sein und Nichtsein, es gesteht und wechselt und verändert sich nicht. Oh, Wahnsinn. Ja, in einer sehr viel schwächeren Form der Unterscheidung oder der Negation hat Adorno es durchgespielt in seiner negativen Dialektik. Dort verbleibt er aber meistenteils haftend an der einzelnen Negation und nicht der doppelten Negation. Ja, genau. Ja, also das sind ja, ich glaube, das sind so Themen, die sich einfach immer wieder durchgehen, gell? Also wo habe ich das? Ich bin am Üben. Ah, da. Also gut, das müssen wir jetzt aber nicht machen. Ich finde eigentlich auch, Günther fragt da wieder etwas Gescheiteres. Was geschieht, wenn der Dr. Faust den Vertrag zerreißt? Also, ja. Also in Faust 2 passiert das, dass Faust sich dazu entscheidet, nein, ich möchte doch, er hat ja eigentlich seine Seele verkauft an den Mephistopheles. Und für diesen Verkauf ist der Mephistopheles in Vorleistung gegangen. Er hat ihnen dann Gold und Gretel und so weiter zur Verfügung gestellt. Die haben dann, sind in der Welt und nicht aus der Welt, sondern in der Welt rumgereist. Und der Faust entscheidet sich letztendlich dafür oder empfindet eine Sorge. Nein, er möchte doch. Es war eine falsche Entscheidung. Es war eine falsche Entscheidung und eine falsche Unterscheidung, die er getroffen hat. Und zerreißt dann den Vertrag. Und dann Mephistopheles kann nichts mehr dagegen machen. Er ist machtlos im wahrsten Sinne des Wortes. Als die Unterscheidung des Vertrags oder der unterzeichnete Vertrag mit dem Blut des Faustes, als der zerrissen wird, dann verschwindet auch die Kraft in das Leben des Faust einzugreifen und der Mephistopheles wird im Prinzip zurück auf seine Katerposition, seine reine Beobachterposition zurückgedrängt. Und wenn wir Beraterverträge abschließen, wenn wir uns medial stark einbringen, dann haben wir immer wieder diese Gefahr, die an vielerlei Orten anhaftet, dass wir uns vertraglich binden und wir müssen dann fragen, wer hat die Kraft und die Macht, diese Verträge wieder zu zerreißen? Zum Beispiel bei den Einwerbung von Drittmitteln, Geldern oder von Beraterverträgen an die Politik oder für Möglichkeiten der Forschung. Es sind selten wir, die Möglichkeit haben, diese Verträge zu zerreißen, sondern sind meistens die bei dir, die Dickhäuter. Ja, klar. Also wer ist der Dr. Faust? Wer ist Dr. Faust? Und also gut, wir sind, also dort, das fand ich auch noch spannend, vorher noch einmal, dass du den Teufel, warum siehst du den Teufel in der christlichen Religion nicht in dieser Spannung mit Gott? Also warum sollte er da, warum ist er nicht? Also ich bin kein Theologe.
Das mal vorweg. Mir geht es um die Figur, um die Semantik des Teufels und die theoretische Verankerung. Also welche Unterscheidungen werden mit dem Teufel aktualisiert? Ob ich jetzt Hue oder Hot irgendwas empfinden würde, das sei jetzt mal im persönlichen Bereich zu verankern. Was aber zu beobachten ist, ist eine andauernde, über 2000, fast 2000 Jahre andauernde Arbeit am Teufel und mit dem Teufel, ihn radikal, massiv unterhalb Gottes zu verankern. Und jedes Mal, wenn der Teufel sich dogmatisch aufbäumte oder theologisch aufbäumte, als jemand, der fast gleichwertig mit Gott sei, dann wurde es als heretisch erklärt und wurde ausgestoßen. Leute wurden verbrannt, auf dem Scheiterhaufen oder in den Kerker geworfen. Und der Teufel wurde, das vergisst man ab und zu mal, der Teufel als nicht nur also als einfache Figur, wurde theologisch uninteressant, so ab dem 13. Jahrhundert, aber dafür wurde er kirchenpolitisch viel interessanter und juristisch interessant. Denn die Hexenverbrennungsprozesse oder die Inquisition kam ja auf als Reaktion auf die Sinnexplosion der sogar noch vor der Gutenberg-Presse, die Sinnexplosion, plötzlich konnten viel mehr Leute lesen. Wir hatten das Riesenmaterial aus Konstantinopel, also aus dem Oströmischen Reich. Das kam rübergewälzt nach dem Fall des Byzantinischen Reichs. Und das musste man irgendwie verarbeiten. Und auf der einen Seite kam dann die Druckpresse, auf der anderen Seite gab es dann massive Produktionen und Reproduktionen, Übersetzungen von alten Texten. Also die ersten 100 Jahre mit der Gutenberg-Presse, das waren fast nur alte Werke, die multipliziert wurden. Mhm. Und das musste man erstmal verarbeiten. Man hat sich an seiner eigenen Geschichte nochmal abgearbeitet, bevor es eigentlich Raum und Luft und Freiheit gab, um etwas Neues massiv dann zu schaffen. Und dann landen wir im 30-jährigen Krieg. Ja, okay. Also ich meine jetzt aus meiner Perspektive gesprochen, für mich ist natürlich alles klar, dass diese Formel Gott, Teufel. Ja, ich würde nie Gott, Teufel setzen. Sondern? Sondern Gott und dann Schöpfung. Und wer oder was beobachtet das? Das ist der Re-Entry. Das wäre dann der Teufel. Das ist so die Grundfigur, die man auskristallisieren kann. Und die, okay. Klar. Warum ist das klar? Das ist überhaupt nicht klar. Für mich wäre es völlig klar, Gott, Teufel. Ja, und wo bist du dann? Bist du dann die Unterscheidung? Das wäre dann mal oder die Welt oder die Gesellschaft oder die Schöpfung. Wenn Gott und Teufel dann in deiner Beobachtung gleichwertig sind, also oder auf beiden Seiten der Unterscheidung stehen, wer ist denn der Unterscheider? Ja, ich natürlich. Wer denn sonst? Ja, du. Und wo bist du? Bist du der Re-Entry? Nein, ich bin ja der diesen Haken malt. Ja, das stimmt. Aber dann ziehst du ja im christlichen Denken, ziehst du Gott runter aufs Niveau vom Teufel, auf dem Level, und du machst eine Gleichwertigkeit von zwei Akteuren. Ja, Logo, hallo? Der muss ja aber nicht so sein. Nee, muss ja nicht, aber für mich ist das selbstverständlich. Also ich meine, dieser Gott ist ja nicht vom Himmel gefallen, sage ich jetzt mal. Wir haben diese Erzähltradition und wir wissen davon, dass andere ähnliche Wesen wie wir andere Ideen haben, wie wir das erklären können, was wir uns nicht einfach so pflücken können, weil ich halt nicht weiß, woher ich komme und weil ich nicht weiß, wohin ich gehe und was ich hier zu tun habe. Also da muss man sicher eine Antwort erfinden und ich weiß davon, die christliche kenne ich vielleicht am besten, aber ich weiß davon, dass man die sich sehr unterschiedlich geben kann. Ja, klar. Und im Jüdischen gibt es zwar auch den Teufel, aber eher als Ankläger. Und er hat überhaupt nicht diese herausragende Stellung, so auch im islamischen, in der islamischen Welt. Also es gibt die Faszination, warum musste die westliche
die weströmische Kirche unbedingt diesen Teufel haben? Wieso wurde das so hochstilisiert? Und das kann man dann kirchenpolitisch oder kirchentheologisch überlegen. Aber wenn man es auf Gesellschaft hochrechnet, wieso brauchte man in der westlichen, weströmischen Gesellschaft den Teufel? So also radikal. Ja, gut, also das ist jetzt, wieso ist natürlich so eine analytische Frage, da kann ich jetzt als Historiker oder Anthropologe oder was der Geier was reingehen. die Frage ist für mich aber, ich muss das nicht einmal beantworten. Das für mich ist das ja eigentlich das Attraktive an diesem Medienwechsel, ich muss das gar nicht beantworten. Ich kann, es genügt eigentlich schon, dass ich das auf einen Haufen legen kann und sage, aha, dort haben sie es so gemacht. Und dann sind die anderen gekommen und machen es anders. Ne? Ja gut, aber wenn man in die Kirche hineintritt, das ist das Gotteshaus. Also das ist ganz pragmatisch, anthropologisch zu beobachten. Das ist das Gotteshaus. Innen ist Gott, genau wie im Salomonischen Tempel. Und du bist dabei. Du bist Teil von Gottes Schöpfung und draußen, auf der Außenseite, das ist böse. Also du hast das Innen-Außen-Gefüge. Wir sind drin, wir sind die Organisation und draußen. Ja, ich weiß es, aber jetzt sehe ich den Punkt bald nicht mehr. Jetzt den Punkt, weil für mich ist natürlich klar, ich gehe natürlich extrem gerne in die Kirche und am liebsten in die katholische Kirche, aber ich gehe natürlich dorthin als Ungläubiger. Ich genieße die Zeremonie, ich genieße die Körperbewegungen, ich genieße ganz vieles. Das ist für mich ein Ritual, aber natürlich als völlig Ungläubiger. Mein Problem ist ja vielmehr, dass ich in die Universität gehe und dort als Gläubiger mich entdecken muss. Und mit dem habe ich ja Probleme. Also das wäre ja für mich eigentlich die Bewegung, die ich sagen muss, ich muss dringend klar wissen, wie diese Nexo-Seite aussieht, um mich aus diesem Abracadabra, lass mich hier aus dieser verdammten Religion der Wissenschaft raus. weil ich da nicht mehr zu Rande komme, weil ich darum unter dem Zerfall dieser Universität so leide wie andere unter dem Zerfall ihrer katholischen Kirche und ihrem Priestern und dem ganzen Machtapparat. Das meine ich ja eigentlich hier, oder? Ja, da können wir den Kommentar von Günter Dierschoff aufgreifen. Lucifer, das ist eine Variante, Lucifer war der Engel des Lichts, war der erste, Ersterschaffene oder der höchste und Engel. Und wenn man Anselm von Canterbury nimmt, den ersten westlichen Dialektiker, der macht wunderschöne Unterscheidungstheologie. Aber er sagt, ja, Gott ist absolut gut, die Engel waren gut. Und wie kann man zwischen gut und absolut gut unterscheiden? Man muss die Unterscheidung erstmal antreffen oder treffen. Mhm. Und das kam dann von unten. Also der erste Engel musste, der Lichtträger, der hat geschaut, er begehrte auf, gut zu sein, um absolut, kannte eben die Unterscheidung zwischen gut und absolut gut nicht. Und traf denn diese Wand oder traf die Unterscheidung, begehrte, und das wurde dann eben Gottes, das führte dann zu Gottes Reaktion. Lucifer, du begehrst auf, du willst absolut gut sein und nicht nur gut, also ich schmeiße dich raus. Damit wurde die Unterscheidung getroffen zwischen gut und absolut gut, und alle anderen Engel wussten dann, ach, bis hier ist gut und darüber ist absolut gut. Mhm. Das war eben der gefallene Engel. Und um jetzt bei dir nochmal zurückzukommen, im Prinzip bist du auch so ein Lucifer, oder du baust dir eine Lucifer-Position auf, denn du warst in der Universität und hast es erlebt und jetzt willst du daran nicht mehr glauben. Du willst raus, du willst rausfallen, du willst auf die Außenseite und eben diese Unterscheidung beobachten. Aber das kann man eben nur, indem man aus der Unterscheidung heraustritt und eine neue baut. Ja. Also genau, also das wäre für mich eigentlich die Beschreibung von Next Society. Also deshalb sagen wir ja in diesem Manifest dazu mal, es gibt keine nächste Universität. Es,
Es gibt die Universität und wir würden die vielleicht bei Popper verordnen, also wie ich es auch im NZZ-Text noch einmal gebracht habe. Es ist diese ganz schlichte Workflow, Explizierung von impliziten und radikaler Kritik. Finito, schon fertig. Und das für alles und über alles. Und ich würde sagen, Wikipedia ist deshalb gegen Reformation, gegen diese Digitalisierung, weil sie eigentlich dieses Prinzip von implizites Explizieren und der radikalen Kritik auszusetzen, dieses Prinzip einfach auf total gesetzt hat, was diese informationelle Allmende jetzt angeht. Ne? Und die Frage ist jetzt, okay, was jetzt? Also was ist diese andere Position? Und dort wäre ich dann bei Wikidata, aber also bei Big Data, bei also wie machst du das? Also da würde ich eher sagen, dass das deine Next Society, das ist eben die Leerstelle, die Lucifer erschafft, indem er fällt. Und das heißt, es ist eine liquide Beobachtungsposition und dort kann man dann verschiedene Unterscheidungen einbauen, um zu beobachten, aber es wird nicht ontologisiert. Also es gibt keine die Next Society, sondern Next Society ist dieser Reflexionsbegriff, mit dem man den Gesellschaftswandel beobachten kann. Also er ist ja nicht in Stein gegossen oder in Beton gegossen, heißt es. Also Buchdruck ist ja nicht nur Buchdruck, sondern es haben sich zwar Strukturen und Formen und Differenzierungsformen, Leitunterscheidungen ausdifferenziert, aber auch die wandeln. Also jetzt im Bezug Bildungsbereich, es gibt die doppelte Unterscheidung. Das ist das einzige Funktionssystem, in dem Luhmann zwei Grundunterscheidungen oder zwei Codes einbaut. Und zwar auf der einen Seite bestehen und nicht bestehen, bindet an Organisation an, Diplome, Examen, Kurse. Ja. Kommst du aus der sechsten in die siebte oder hast du deine Diplomarbeit oder Masterarbeit bestanden? Also die organisatorische Bindung und dann eben die latent moralische Unterscheidung zwischen besser und schlechter. Besser und schlechter in Leistung, besser und schlechter Benehmen, besser und schlechter erzogen, besser und schlechter disponiert. Also das ist eher die interaktionsgebundene Leistung. Und diese hakeln sich die ganze Zeit. Was wir innerhalb der letzten 30, 40 Jahre, eigentlich ab den 60ern in den Staaten gesehen haben, und jetzt, ich weiß zu wenig aus der Sowjetschule, um mich dort einbringen zu können. Aber was wir im westlichen Raum gesehen haben, war eine immer stärkere organisatorische Bindung. Mit Lernzielen, mit Curriculum-Denken, mit gefestigten Dokumenten, die man dann lesen musste. Das wäre ja eigentlich das eher Interessante zu sehen, wie oszillieren und wie verbinden sich diese beiden Unterscheidungen im Bildungsbereich immer wieder aufs Neue. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese beiden Unterscheidungen dann im Next Society einfach verschwinden, alles ist open. Und letztendlich, auch wenn wir in diesem massiv neu gedachten Singularity University ohne Professoren und sowas, dort musst du immer noch Interaktion betreiben, besser und schlechtere Gruppenteilnahme, Konstruktionen, Beobachtungsleistungen herstellen. Und auf der anderen Seite musst du trotzdem noch bestehen. Es geht ja immer noch darum, einen Grade zu erringen. Ja. Ja, eben, also du, also ich kenne jetzt diese, du nimmst auf etwas Bezug, Singularity University, das ist das, was es gibt, oder was? Ja, also es gibt das. Das hat sich ausformuliert, oder was? Ja, das hat sich ausformuliert, Singularity University, also Singularität. Singularity University ist eine amerikanische, in San Francisco, Los Angeles verankert, genau, die versucht, die tertiäre Bildung radikal neu zu denken, indem man Klassenunterricht, Vorlesungen und sowas alles abschafft. Und es ist dann problemorientiert, gruppendynamisch. Man muss einfach eher frei arbeiten und ganz in deinem Mantra von Open und Free und Dynamic. Also langsam. Naja, ich habe denen nur
die Sprache oder die Selbstbeschreibung zugelegt, dass sie sich als Open Free bezeichnen. Dort gibt es immer noch verschiedene Geldquellen und eben. Also das würde ich überhaupt nicht auf nächste Seite nehmen. Also Quatsch. Nein, aber das Interessante ist da gerade bei Singularity University, dass die Beschreibung, man adaptiert eine Beschreibung. Wir sind free, wir sind open, wir sind dies oder das. Das ist doch das Interessante. Was darunter spielt, das kann unglaublich dickhäutig sein. Ja, richtig. Also gut, noch einmal. Also dann würde ich aber einfach sagen, ich würde Luhmann so verstehen, dass er versucht hat, dieses implizite Explizieren Kritik machen und also diesen Workflow, diese harten Unterscheidungen nehmen, dass er eigentlich dieses Prinzip aus der Neuzeit, Aufklärung, Moderne oder so, eigentlich nur noch einmal gestärkt hat und noch einmal, um zu beschreiben, in was für einer Welt wir uns da bewegt haben, über 200 Jahre, über 500 Jahre, irgendwie so etwas. Aber dass es für mich eigentlich schon klar ist, dass gerade mit dieser Beschreibung auch das Ende markiert worden ist, für genau diese Art und Weise zu denken. Das wird die Geschichte in Zukunft zeigen. Das kann man ja im Vornherein nicht wissen. Vielleicht hat Luhmann es so buchstabiert oder angedeutet. Das wissen wir aus Gesellschaft der Gesellschaft. Und Dirk Becker hat das wunderbar in seinem Zweiteiler Niklas Luhmann in the Society of the Computer ausbuchstabiert. Aber ob es letztendlich so sein wird, können wir erst im Rückblick sehen. Also so viel Hegel muss sein. Gut, ja, aber auf jeden Fall hätte ich gesagt, es gibt mir auf jeden Fall die Möglichkeit, aus diesem Geheimnis herauszutreten, weil ich es so trennscharf noch einmal vor mir sehe. Also das ist genau das, was du mich vorher gefragt hast. Wenn ich sage, Gott, Teufel, ja, wo bist denn jetzt du, oder? Und dann merkst du, scheiße, ich bin dran. Währenddem du, wenn du die Unterscheidung machst, Gott, Schöpfung, dann hänge ich mit drin, dann bin ich Teil dieser Schöpfung und erlebe mich als Teufel, welcher da in den falschen Apfel gebissen hat. Irgendwie so etwas, oder? Also ja, ich weiß nicht. Aber also ich habe wie den Eindruck, genau das beschreibt eigentlich die Situation, wo ich drin bin und dann da, und das finde ich so attraktiv an dieser Bewegung, wie wir sie hier haben, Sprache, Schrift, Buchdruck, Computer, wo ja jetzt eigentlich mein Chefstrategist, der Arabist Bashar, natürlich mit der Energiefrage kommt. Das beschäftigt mich im Moment sehr intensiv, dass er eigentlich auf Energieformen schaut und nicht auf die Kommunikationsmedien. Finde ich ziemlich attraktiv, das mir zu überlegen. Also, dass ich eigentlich wieder den Eindruck habe, wow, und jetzt habe ich diese Leerstelle von Next Society, wo ich einfach diesen Titel dazu oder Computer, Hashtag Computer habe und muss sagen, was könnte das jetzt sein? Also, wie könnte sich diese Gesellschaft der Gesellschaft in eine nächste Position bringen, wo all diese Grundbedürfnisse, die ich als Sozialarbeiter natürlich bringe, wo all diese Bedürfnisse wieder befriedigt werden können, aber sich noch einmal anders kristallisieren oder ausformulieren können und ja, irgendwie so etwas. Oh Gott. Ja, aber du musst immer dran denken, was kommt nach dem Computer? Denn bei deiner Listenform, die ja von Luhmann entlehnt worden ist und dann aus der Medienwissenschaft, dann Luhmann und dann Becker, dann musst du fragen, was kommt nach Computer? Denn bisher ist Computer deine letzte Kategorie. Und die letzte Kategorie ist immer die Negation. Also du fragst, was ist Next Society, das eben nicht Buchdruck ist? Nein, eben nicht. Also ich hätte gesagt, es ist nicht Negation. Aber dass die nächste Spalte schon spürbar ist, das ist ja auch klar. Aber ich hätte jetzt schon den Anspruch,
zu sagen, nein, ich beschreibe Sprache, also die tribale Gesellschaft, die Stammesgesellschaft, beschreibe ich nicht negativ. Ich versuche sie von innen her zu beschreiben. Das gleiche bei der Schriftkultur, was ich recht gut kann, weil ich diese Kirche halt so gut kenne oder so. Und diese Universität, weil ich diese Universität so gut kenne. Aber dass ich die, ich hätte jetzt hier schon auch den Anspruch, also meine, wenn ich die Dickhäuter nenne, dann ist es ja eigentlich auch mein Glaubenssystem, sage ich mal. Also es sind ja die, die ich liebe, sage ich mal. Oder? Also es ist ja es sind ja nicht diese blöden Dickhäuter, sondern es sind ja die, die. Ha, also ich hätte schon den Anspruch, dass ich auf der in der also sowohl bei der Buchdruck Kolonne, als auch in der Spalte der Computer je eine Positivbeschreibung kommt, oder? Ja, definitiv. Aber der Computer ist die letzte Unterscheidung, die du aufgebaut hast. Und dann muss man ja dann fragen, wo bist du? Und du platzierst dich dann irgendwo zwischen Buchdruck und Computer und oszillierst hin und her, weil du hast auf der einen Seite deine Liebe zu den Dickhäutern und auf der anderen Seite hast du auch einen latent normativen Wunsch zur Erringen der Computergesellschaft. Ja, ich hätte gerne gewusst, in meinem alltäglichen Leben, woran merke ich, dass ich jetzt in einem anderen Modus am Arbeiten bin, wo ich denke, der wäre adäquater oder, sind wir doch wieder bei besser, schlechter, der ein bisschen besser wäre als der Modus, welcher mir angeboten wird über diese Dickhäuter, also über diese Siegerinstitutionen, sage ich manchmal auch von Neuzeitaufklärung. Aber wenn wir sagen Siegerinstitutionen, dann können wir doch mal nach der Wahrheit fragen. Nein, also, dann sind wir beim Krieg, hätte ich gesagt. Dann sind wir bei Klassen. Ja, aber Krieg hat ja oft auch die Funktion, eine Wahrheit zu diktieren und ein Recht zu diktieren. Ja, also, sehr schön. Also der Krieg, insbesondere nach dem 30-jährigen Krieg, oder der 30-jährige Krieg hatte zur Aufgabe zu entscheiden, welcher christliche Gott jetzt der richtige Gott wäre. Und man kam letztendlich zu keiner Konklusion, sondern es gab plötzlich zwei richtige Glaubensgemeinschaften dann. Mhm. Oder zwei Konfessionen oder drei oder vier Konfessionen letztendlich. Dass man das eben nicht mehr unterscheiden konnte. Und Gott wäre dann immer noch derselbe, aber konfessionell war man dann uneinig. Und das wurde dann verrechtlicht. Und die Kriege, die europäischen Kriege nach dem 30-jährigen Krieg, waren dann letztendlich die Fragen des Rechts. Ja. Also welches Recht hat jetzt das Recht, Recht zu sein? Oder sollen wir Verfassungsrecht oder einen Anspruch auf einen Bereich, können wir das jetzt Unrecht machen. Mhm. Also nehmen wir Elsass und Lothringen, das war dann teilweise Deutsches Reich, dann war es mal Französisch, dann wurde es dann wieder Deutsch-Preußisch. Und wann ist Recht Recht? Also Kriege wurden verrechtlicht. Es ist sehr, sehr wichtig, das zu beobachten, wenn man von der Moderne spricht. Und Kriege können wir heute schauen, sind das immer noch Rechtskriege oder sind diese ist die Verrechtlichung des Krieges, das Jus ad bellum, Jus in bellum, kann man das dann immer noch in deiner Next Society beobachten? Und da ist die Frage eher, ob die Hybridformen, die jetzt entstehen, immer noch darauf bedacht sind, Recht zu schaffen und Staatlichkeit zu schaffen, oder sind es neue Formen von hybriden Kriegen, Kriegsformen, die etwas anderes, und das ist jetzt eben die Negativform, etwas anderes wollen, herstellen wollen. Was will dieser Grundkonflikt, den wir dann Krieg nennen? Mhm. Was wäre der Grundkonflikt? Der Grundkonflikt, weiß ich nicht, was der heute wäre. Also wenn wir kleine grüne Männchen haben, die auf der Krim rumlaufen und Putin sagt, ja, das sind nicht meine, und die Ukrainer sagen, das sind Putins Leute. Und es gibt Bellingcat und andere freischaffende Medien und westliche Medien, die dann berichten, es seien dann doch Putin-Menschen, die als Söldner rumliefen und dort
einen kleinen kalten Krieg führen. Ja, oder Frozen Conflict. Was ist das denn? Und das ist eben in meinen Augen nicht völlig eindeutig jetzt zu entscheiden, ob es jetzt der eine oder andere Typus ist. Und wir können das auch in Bezug, deshalb wollte ich jetzt gerade auf Wahrheit vielleicht rüberwechseln. Wann ist wahr wahr? Und in der Wissenschaft hat man im Laufe der Moderne diese methodologische Frage oder die methodologische Überprüfbarkeit ausgestellt. Und man muss etwas transparent, methodologisch nachvollziehen können. Oder ein Argument muss nachvollziehen können. Ja. Habermas, um an die Schiene zu wechseln, Habermas hat das diesen eigentümlichen Zwang zur des zwanglosen Zwangs des besseren Arguments genannt. Du wirst ja nicht gezwungen, ein Argument zu übernehmen, ob es bietet sich an und irgendwie erzwingt es sich selbst oder du zwingst dich dazu, dieses zu übernehmen, weil es keine bessere Antwort gibt. Und das wäre jetzt auf der einen Seite Next Society, aber wenn wir die Pandemie mit Corona jetzt mal mit der Brille der Next Society beobachten, was sehen wir dann? Wir sehen erstens, dass Wahrheit global plötzlich verankert ist. Es gibt Wahrheiten, die müssen wahr sein, weil diese massiv von den Dickhäutern, um bei dir zu bleiben, von den Dickhäutern oder von den Institutionen so, oder deren Handeln ist darauf abgestellt, dass bestimmte Wahrheiten wahr sind. Ja. Und das schafft die Herausforderung, dass man die auf der einen Seite methodologische Hinterprüfbarkeit nicht notwendigerweise verfolgt. Auf der anderen Seite, wir haben dieses Ausnahmezustand, Notrechtssituationen, die jetzt hochgekommen sind. Das sind eigentlich Kriegsphänomene. Aber plötzlich muss Recht dafür sorgen, dass etwas ganz Bestimmtes als wahr gilt, weil die rechtssetzenden Institutionen, die Parlamente, die Regierung, dies für nötig halten, um ihre Unterscheidungen, ihre Maßnahmen, ihre Beobachtungen alternativlos darstellen zu können. Ja. Es ist alternativlos, dass man Lockdowns einführt, dass man Social Distancing einführt. Es wird als alternativlos kommuniziert. Und da kommen diese Schweden und sind die Heretiker der Neuzeit und machen was ganz anderes. Ja. Und es geht mir nicht darum, dass das etwas jetzt absolut wahr oder absolut unwahr ist, sondern wir können kommunikativ beobachten, dass diese heretische Position, die Schweden jetzt eingenommen haben, erst verdammt wurde, im wörtlichen Sinne, die sind bescheuert, die sind böse, die sind alles Mögliche, weil die haben keine Ahnung. Dann kam ein reflexiver Impuls. Was wissen die Schweden, was der Rest der Welt nicht weiß, was die WHO nicht weiß? Und jetzt, in den letzten 2, 3 Tagen, scheint es so, aufgrund sehr, sehr, sehr schwacher Datengrundlage, dass es vielleicht doch nicht ganz unabwegig als Alternative zur Rest der Welt geschieht, was in Schweden geschieht. Also man könnte auch diesen Weg gehen. Es ist nicht notwendigerweise der bessere Weg, aber es ist auch ein Weg. Ja. Kontingenz taucht wieder auf. Und dann gibt es Forscher, die dann überlegen, war diese, ja, die Schweden als Heretiker, genau. Aha. Sind sie auch. dann gibt es die Frage, auf welche Datengrundlage sind eigentlich die Entscheidungen und die Empfehlungen des WHO, der europäischen... Super. Sind wir nicht alle ein bisschen Schweden? dann kommt die Frage, worauf bauen Sie? Und zusammen mit dem Steffen Roth haben wir versucht, das mal leicht
leicht verständlich aufzuarbeiten. Und es zeigt sich, dass die WHO in ihrer Forschung 2018-19 aufgezeigt hat, dass es fast keine feste Evidenz, keine gesicherte wissenschaftliche Wahrheit gibt für Social Distancing. Ja. Oder für es gibt etwas für Masken, aber diese globalen Lockdowns, die wir im Augenblick sehen, das hat die WHO vor einem Jahr, also so spät wie vor einem Jahr, gesagt, ja, das sieht doch eher schwach aus, was wir dort wissen. Und so, heute Morgen habe ich einen Text gelesen, da stand drin, ein wissenschaftlicher Text, dass sehr, sehr viele der wissenschaftlichen Erkenntnisse, die als wahr gesehen werden, die sind auf Simulationen gebaut. Und wie wir aus der medizinischen Wissenschaft wissen, aus der epidemiologischen Wissenschaft wissen, so sind diese normalerweise im, genau, jetzt ist er online, den haben wir gerade rausgeschmissen. Danke an Telepolis für die schnelle Veröffentlichung. Wissen wir, dass diese randomized control trials, das ist eigentlich der Gold Standard für medizinische Forschung. Und im Bereich non-pharmaceutical interventions sind das eher sehr, sehr schwache Forschungen, die dort gemacht worden sind. Es sind historische Untersuchungen, es sind Untersuchungen, die Berichte abfassen oder eben Computersimulationen, die heute massiv die Entscheidungsfindung bei den Dekreutern, bei den Ministerien und bei den Staaten treiben. Das ist nicht gut, das ist nicht schlecht, das ist interessant. Warum geht man von RCT auf Computersimulationen über und hat diese als Grundlage für solch invasiven Maßnahmen, wie man heute, wie man sie heute sieht? Das kann man fragen. Ja. Und deshalb die Frage nach Wahrheit in der Next Society. Wenn wir in dieser, wir leben in einer Welt, wo wir zum ersten Mal eine völlige Gleichzeitigkeit haben. Wir haben sie uns im Kalten Krieg erdacht, dass die Welt auf einem Schlag mit der Atombombe oder mit Atombomben und dem Doomsday, auf einem Schlag würde die ganze Welt untergehen. Das war die gedachte Globalität. Ja. Jetzt haben wir zum ersten Mal mit der Covid-19-Pandemie haben wir eine radikale Gleichzeitigkeit der Erfahrung mit ein paar Wochen Verschiebung. Aber im Prinzip radikal gleichzeitig. Das ist das Erste. Ja, genau, von der Atombombe zum Coronavirus. Mhm. Coronavirus ist im Prinzip eine kommunikative Bombe der Simultanität der Gesellschaft. Wow, das ist auch ein schönes Satz. Komm, mach den noch einmal. Was? Coronavirus? Virus? Es ist die Atombombe der Gleichzeitigkeit in der Gesellschaft. Ist die Atombombe der Gleichzeitigkeit der Gesellschaft. Da musst du jetzt ein bisschen umbauen, damit das auch auf Deutsch passt. Aber es geht darum, also die Atombombe war die Negativerfahrung, die Welt hört auf. Und mit dem Coronavirus haben wir fast dieselbe Gleichzeitigkeit, wo wir diese Welt, die den Virus jetzt, oder wie wir den Virus beschreiben und erfassen, Massensterblichkeit und so weiter. Just Wave hat dort einen Coming. Aber wir haben diese unmittelbare Gleichzeitigkeit-Erfahrung. Also was in Wuhan geschah, das geschieht kurz danach in Bergamo, dann in Madrid, dann in New York. Aber nicht in Schweden, vielleicht ein bisschen in Stockholm. Aber das sind die Altenheime, die dort mitgezählt werden und leider eine zu hohe Übersterblichkeit haben. Aber das ist eben die Atombombe in ihrer Positivform. Nein, wir wollen nicht die Atombombe. Nein, wir wollen nicht den Covid-19, den Zusammenbruch der Gesellschaft.
Und das bedarf dann diese abrupte politische Reaktion. Wir müssen schnell handeln. Schnell handeln heißt Kontingenz ausschalten. Das machen wir, indem wir auf Ausnahmezustand hinsteuern, vielleicht Dekretentscheidungen machen, wie wir es in Ungarn sehen. Es geht darum, im Prinzip dieses Strongmanship aufzubauen, das schnelle Handeln, wie wir es auch in der Finanzkrise gesehen haben. Aber Finanzkrise war viel, viel langsamer in ihrer Verbreiterung. Covid ist schneller. Und ich empfehle eigentlich immer, Covid als Medienvirus anzuschauen. Denn wenn wir nicht über den Virus sprechen würden, dann wäre er zwar vielleicht da, aber er wäre nicht gesellschaftlich relevant. Ja, Frau Mölling hat ja das auch im Gespräch so gebracht, gell, dass es eine Medienpandemie sei und so. Ne? Genau. Aber jetzt, wenn wir schon bei dem sind, willst du da nicht auch noch was dazu sagen? Der Ölpreis? Ja, also das was ist jetzt der... Das ist ein großer Sprung gewesen, Entschuldigung, aber... Ja, der Ölpreis ist ein Indikator. Du hattest da der Ölpreis, dass er fällt, das ist toll, wir können alle günstiger fahren. Nein, was hat Bashar gesagt? Wir können jetzt, es wird uns Öl geschenkt, den wir anzünden können, damit der Himmel sich verdunkelt und die Erderwärmung nicht so schnell vorwärts geht. Ja. Okay. Ja, man kann es auch so sagen, wir sind alle zu Hause eingesperrt, in Dänemark weniger als in Frankreich. Und der Ölpreis sinkt und an den Tankstellen ist der Benzin günstig, aber Benzin hält 3 bis 4 Monate im Tank und dann verfault er, weil wir heute so viel Bioethanol drin haben. Und das heißt, wir können uns dieses Geschenk sehen. Wir können ihn zwar auch kaufen, aber wir können ihn nicht anwenden. Also das ist eigentlich die Absurdität, also in der eigenen Erfahrung. Ja, ich kann den Tank bei meinem Trecker auffüllen, das sind 100 Liter. Ja, genau. Ja. Aber der Ölpreis, es gibt nicht nur der Ölpreis oder den Ölpreis, sondern es gibt ganz viele Ölpreise. Und es gibt jetzt den Brent, das ist der Nordseeöl, der kommt hier draußen von uns, und der wird auf Schiffen geladen. Und in Schiffen, in Öltankern, da ist relativ viel Platz. Ja. Wohingegen der ist relativ leicht verarbeitbar. Man kann ihn hinschiffen, wo man ihn denn haben möchte. Der Ölpreis des WTI, also des texanischen Öls, der ist ganz anders gestaffelt. Und zwar, der war gestern, glaube ich, bei minus 20 Dollar. Und es hängt damit zusammen, man wird jetzt letztendlich dafür bezahlt, dass man das Öl nimmt, aber keiner will dieses Öl nehmen, weil keiner hat Platz fürs Öl. Jetzt zahlen die Ölfirmen also extra und der Preis wird noch weiter sinken, weil irgendwie müssen wir jetzt andere Möglichkeiten finden, dieses Öl zu lagern. Und das muss ja erstmal aufgebaut werden. Und das oder umgebaut werden, also in, was weiß ich, in Schwimmbecken oder sowas. Und das heißt dann letztendlich, dass die Schwimmbeckenbesitzer, die können dann umbauen auf Öllagerung und werden dafür bezahlt. Mhm. Und dann können sie es irgendwann mal, wenn der Ölpreis wieder steigt und wir nicht in Öl baden wollen, dann können sie es dann wieder rauspumpen und verkaufen. Ja. Rohöl kann man lagern. Also was mich an dieser Situation noch interessiert und fasziniert hat, ist ja eigentlich, dass man plötzlich Phänomene beobachtet und interpretieren soll, wo es gar keine Vergleichswerte zu geben scheint. Also ich meine, einen solchen Ölpreis hat man noch nie gesehen und jetzt interpretieren zu müssen, also... Naja, du hast keine Daten gesehen, die aufzeigen, dass der Ölpreis negativ gewesen ist. Was wir irgendwo im kleinen Bereich, komm, ich gebe dir Geld und dann nimm dieses scheiß Öl, das hat es sicherlich gegeben. Also kann ich mir locker vorstellen, dass es punktuell so gegeben hat. Aber dein Chart, den du gezeigt hast, der war ein Jahr alt. Ja, oder der zeigte den Zeitraum über ein Jahr. Aber wie sähe es denn für
170 Jahre aus. Ja, den, das, den ich heute Morgen genommen habe. Ich bin gerade am Suchen, warum ich den. Ich habe nämlich einen. Der ist ein langer. Der hat. Ja. Hier. Ah, es ist ja gar nicht. Ja, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, sorry. Nein, ich folge jetzt mit, was du dort veröffentlicht. Und es mag ja auch sein, dass die Preise dann so sinken. Aber im Augenblick, also das Öl muss immer am, sage ich jetzt als Laie, und das Öl muss immer am ersten jeden Monats abgeholt werden. Und es gibt also Investoren, die kaufen und verkaufen diese Möglichkeiten des Ölabholens. Und ich kann also Öl abholen oder eine Menge Öl kaufen für, was weiß ich, $10. Und dann nach einer Weile kann ich das dann verkaufen an Leute, die de facto dieses Öl haben wollen, für $15. Und also habe ich Gewinn gemacht von $5. Und im Augenblick ist es so, dass ganz viele Investoren, die haben in Öl investiert, in Rohstoff investiert und auch in Öl, können dieses, also sind ja einfach Investoren, und die haben keine Möglichkeit, das Öl abzuholen. Also es sind Finanzjongleure. Und damit, irgendwann mal muss diese Finanzwelt auch auf Realwirtschaft gekoppelt werden. Was passiert denn beim WTI? Einmal im Monat. Und im Augenblick ist dieses Decoupling akut, und das wird dann dadurch gekennzeichnet, dass die Preise ins Minus rutschen. Mehr ist es ja eigentlich gar nicht. Es sind Datentänze. Ja. Und Annahmen über verschiedene Möglichkeiten. Elena Esposito würde das Esposito würde das hervorragend beschreiben können, über ihre Arbeiten zum Begriff Futures und die verschiedenen Finanzprodukte, die es gibt. Ja, okay. Na, bei mir ist alles zu langsam. Also gut, was hat das jetzt mit dem zu tun, was wir jetzt gemacht haben? Gibt es überhaupt einen Zusammenhang? Ja, mit dem Ölpreis? Eher weniger. Ja, glaube ich auch. Das ist die globale Ölknappheit. Quatsch, der Zusammenbruch der Nachfrage nach Öl, und die Finanzwirtschaft taumelt jetzt mit ihren Tänzen hin und her und kommt schwer in die Pötte oder muss sich langsam immer kürzer. Also der Zeitraum bis zum 1. Mai und 1. Juni wird immer kürzer. Das heißt, die möglichen Szenarien werden eingeschränkt. Es sind weniger und weniger Leute, die Lust haben, dort zu investieren. Deshalb wird das jetzt für eine Zeit ein verlustbehaftetes Geschäft. Dann springt Realwirtschaft irgendwann mal rein. Politik springt ein. Der Lierschow fragt nochmal in Bezug auf die Gleichschaltung oder Gleichzeitigkeit. Die Gleichzeitigkeit bei Corona ist doch die, dass wir im Vergleich zu auch zur Pandemie 2009 oder die MERS und SARS-Viren 2001, 2, 3, 4, 5, dass wir jetzt dieses Virus so schnell, so weit über die ganze Welt verstreut bekommen haben. Und wir sind innerhalb von Tagen, oder mussten sich, was weiß ich, die Italiener, die haben dann Norditalien abgesperrt, und Österreich hat dann Tirol abgesperrt und dann die verschiedenen Maßnahmen eingeführt. Und man könnte es auch sehen als ein Bieter-Wettbewerb. Wer kann am meisten jetzt einführen? Und wenn ich dich einmal bitten könnte, auf den Kübler-Ross zeigen zu können. Das ist der da? Ja, genau. Ah, sehr schön. So. Und das ist, Kübler-Ross hat sich mit massiven Erschütterungen in der Lebenswelt von Menschen beschäftigt. Also Diagnose, eine Terminaldiagnose für Krebs oder sowas. Mhm. Und
Was macht man eigentlich damit? Und dieses Modell ist eigentlich als unmittelbar erfahrbar, didaktisch, theoretisch sehr leicht anzuwenden. Also, wir haben Coronavirus. Es passiert was in Wuhan. Die Städte werden abgesperrt, verschiedene große Medienhäuser sagen was, WHO sagt was, Forscher sagen was, fangen an zu publizieren. Es gibt in den sozialen Medien Reports, dass es alles noch viel schlimmer ist und Leute werden auf den Straßen erschossen und was es dort alles gab. Es gibt diesen Schockeffekt. Naomi Campbell hat das vor mit der Finanzkrise vorexerziert, mit ihrem Schockdoktrin Buch. Also es gibt einen Schock und dieser Schock, jetzt müssen wir ganz schnell eingreifen und das führt dann zu einer Umverteilung von gesellschaftlichen Ressourcen. Ja. Aber dieser Schock, es gibt dieser Surprise, a Shock of the Event. Und dort können wir ganz verschieden reagieren. Das gilt menschlich wie auch gesellschaftlich. Also man kann anfangen, ganz schnell zu laufen und der Lierschow sagt richtig, der Kurz ist ganz schnell angefangen zu laufen, hat abgegrenzt einen Lockdown gemacht und die Italiener auch relativ schnell. Ja, und dann gibt es könnte man auch sagen, der Trump hat vielleicht eher auf Denial gesetzt. Nein, das ist nicht wichtig. Das ist noch so eine Medienwolke, die Fake News-Wolke, die ihn überrumpeln wollte. Das war eine demokratische Propagandamaschine oder es gibt dort verschiedene Überlegungen, die medial disseminiert werden. Aber wir haben einen Schock. Dann kommt die Phase, jetzt sind wir eingesperrt in Europa, in den meisten Ländern. Ja. So schlimm wäre das gar nicht. Das trifft nicht uns. Ich weiß nicht, wie deine eigene Situation gewesen ist, wie du es erfahren hast, aber es trifft uns nicht. Oder ich bin davon nicht betroffen, ich werde es überleben. Man plant nicht mit seinem eigenen Tod, auch nicht im Coronavirus. Und Menschen, die sich dann massiv für den eigenen Tod und die eigene Gefahr oder sehen sich dort in massiver Gefahr, die reagieren völlig anders. Aber der Großteil ist eben dieses, glaube ich nicht, das kann nicht stimmen, Wuhan und Coronavirus, das ist alles eine große Medienlüge, das ist Bill Gates, der da was macht oder sowas. Wir sehen im Augenblick die Reaktionen in einigen Ländern in der USA, dass man diese Opposition gegen den Lockdown hat, nein, das stimmt nicht, wir müssen auch Geld verdienen oder das ist alles eine demokratische Fiktion oder das sind die Machthaber, die machen was. So, jetzt sind wir aber eingesperrt und jetzt werden wir frustriert. Und dort könnte man im Prinzip den Großteil von Europa im Augenblick platzieren. Wir erkennen, dass die Welt anders ist und für eine Zeit lang auch sein wird. Einige werden wütend. Und andere landen relativ schnell in einer Depression. Jetzt nicht notwendigerweise medizinisch, aber wir landen in irgendeiner Depression. Es geht nicht weiter. Wir haben verloren. Die Kreditlinien der Staaten sind aufgebraucht. Ich werde jetzt bald arbeitslos sein. Nichts wird mehr sein, wie es einmal war. Und von dort an gibt es die Exit-Möglichkeit. Also im Prinzip, ich kann Selbstmord begehen. Das ist das Exempel bei ihr. Länder oder Staaten können Exits einleiten. Wir machen einfach alles wieder auf. Das haben wir jetzt bei dem Iran gesehen. Die haben ab hier diese Tage machen sie im Prinzip das ganze Land wieder auf, weil sie haben keine Möglichkeit, weitreichende Subventionspakete zu schnüren. Sie müssen das Land wieder aufmachen und fangen die Leute an zu sterben, weil sie nichts zu essen haben. Aber das ist eben die Depressionsmöglichkeit. Und in dieser Depressionsmöglichkeit, dann fängt das Experimentieren an. Es gibt neue Möglichkeiten. Wenn wir Social Distancing jetzt für 2, 3, 4 Jahre durchführen müssen,
ja, was können wir dann machen? Welche Möglichkeiten gibt es? Welche neue Homeoffice, oder was gibt es auch toll am Homeoffice? Also dort wird es dann weitergehen und wir schaffen neue Entscheidungen und integrieren uns das Neue. Und dieses Kübler-Rosche-Modell, dieses Modell ist wunderbar auch für deinen Medienwandel anzuwenden. Die Gutenberg-Gesellschaft reagiert, sie wird auch deprimiert und irgendwie fängt irgendwann mal fängt das Gutenbergsche, die Gutenbergsche Gesellschaft an, auch, ich sag mal, das Tolle, das Positive am Computer zu sehen. Und das, dort sehe ich eigentlich Wikipedia verankert, um einen kleinen Sprung zu machen. Also Wikipedia wurde vor 10 Jahren verschrien. Das waren Anarchisten, die bauten Mist. Das war alles Propaganda. Und heute gilt Wikipedia für viele als ein sehr seriöser Anfang für das Identifizieren von relevanten Wissen für den Bereich. Auch im neuesten Bildungsbetrieb. Also Wikipedia ist nicht als schlechte Quelle mehr verstehen, sondern ist anwendbar. Kann ich über die alleine stehen, aber ist anwendbar. Und dort sehe ich eigentlich, dass die Gutenberg-Gesellschaft, die Buchdruckgesellschaft sich den neuen Medien, die neuen Technologien positiv gegenüber gewendet hat und gesagt, es gibt neue Möglichkeiten der Integration von Wikipedia in den Unterricht. Also es gibt lokale Wikis, die sie aufbauen. Es gibt dieses Web 2, wo man sowohl Consumer als auch Producer ist, also Axel Bruns, seine Producer-Theorie. Also ich sehe das eigentlich als eine Stärkung. Aber dieser Schock kam zuerst, dann Denial, Frustration, Depression und jetzt irgendwann mal geht es wieder bergauf und das wird dann vermutlich erst im nächsten Jahr sein. Und die Gleichzeitigkeit, das ist diese Welle, die laufen wir über der ganzen Welt gleichzeitig durch. Das ist das radikal Neue. Der Schock kam gleichzeitig und die Welle, die wir hier sehen, die wird sich leicht verschoben. Gesellschaften reagieren oder Staaten reagieren verschieden schnell, aber die wird sich in etwa so gleichzeitig über die ganze Welt verteilen. Ja, das ist eine spannende Beobachtung. Auch ich habe einmal gesagt, die Dickhäuter, um jetzt diese, dein Licht ist wunderschön, deshalb bin ich da zwischendurch wieder durch, es ist sensationell, dass diese Dickhäuter alle parallel ihren Live-Ticker zeigen, wie sie am Live-Tickern sind. Und dass das auch diese Dynamik hat auslösen können, weil alle einander auf den Live-Ticker geschaut haben und so in diese Spirale abgegangen sind. Also interessant wäre hier, dachte ich noch, jetzt Schweden noch einmal reinzurechnen. Oder also was haben die denn jetzt gemacht, dass die das geschafft haben, da noch einmal eine andere Position einzunehmen? Die haben sich anders vorbereitet. Also die Finnen haben diese riesigen Lager aufgebaut seit den 30er oder Ende 40er Jahre für den Kalten Krieg und haben sich immer als bedroht gesehen. Also jetzt heißt die Bedrohung eben nicht Russland oder nicht so stark, aber sie haben sich immer bedroht gefühlt. Und was macht man als Kleinstaat? Man baut Ressourcen auf, man spart. Und das haben die Finnen gemacht, die haben ihre Lager aufgefüllt und gefüllt behalten. Die Schweden haben massiv abgebaut. Was die Schweden aber gemacht haben, im Vergleich zu den meisten anderen europäischen Staaten, ist, es fängt im 30-jährigen Krieg an. Der Schwedenkönig. Nicht so vieles. Nie so vieles. Aber der Schwedenkönig, Gustav Adolf II., war in ganz Zentraleuropa aktiv und baute riesige Heere auf und zog insbesondere über Deutschland. Und hatte Allianzen mit Frankreich zum Beispiel. Um einen Staat
aufzubauen und zu betreiben in Schweden, der ja gleichzeitig auch den dänischen Opponenten hatte. Dänemark war damals noch ein relativ großes Reich und militärisch stark. Und Dänemark wurde von den Engländern in die Arme oder in die Allianz mit Napoleon getrieben. 1801, 1807, später. Aber im 30-jährigen Krieg, dort war Gustav Adolf II. Unterwegs und war sehr, sehr proaktiv. Was macht man? Da musste Adel und da musste die Regierungsverwaltung relativ selbstständig handeln. Und diese Selbstständigkeit der Verwaltung, das haben sie bis heute aufrechterhalten. Mhm. Und die Seuchenbehörde in Schweden mit dem berühmt-berüchtigten, mittlerweile bekannten Tegnell an der Spitze, die haben Programme dafür und sind in höherem Grade als in den meisten oder vermutlich auch in allen anderen westlichen Staaten politisch immunisiert. Wenn solche Krisen entstehen, ist das eine Verwaltungssache. Und was wissen wir von modernen Verwaltungen? Die sind programmiert, die laufen Zielprogramme ab. Die laufen Konditionalprogramme ab. Und Konditionalprogramme heißt, etwas geschieht, wir haben ein Programm, dann fängt das an und läuft einmal durch. Und dieses Programm ist oder war politisch akzeptiert worden. Vor langer, langer Zeit wurde als Gesetz verankert und dann läuft man einfach dieses Programm durch. Mhm. Wohingegen wir in den Rest der westlichen Staaten eine Politisierung des Konflikts oder des Krieges sehen, wo wir Zielprogramme aufbauen. Keiner soll mehr sterben an Coronavirus. Oder wie viel, das ist dieser falsche Gegensatz zwischen keiner soll mehr sterben bei Coronavirus und keiner soll, oder wie viele sollen sterben, also der Preis eines Lebens. Da machen wir Computersimulationen. Das sind Zielprogramme. Und das ist dieses Politisieren, das dann geschieht. Keiner soll mehr, oder wir dürfen die Gesundheitssysteme nicht überlasten und so weiter und so fort. Das sind Zielprogramme und die kürzen die Zeit ab. Wir müssen jetzt neue Mittel anwenden, neue Strukturen, neue Maßnahmen erfinden, um dieses Ziel zu erreichen. Das wäre flatten the curve oder breaking the curve oder was auch immer sie es nennen. Aber in Schweden hat man eben dieses Verwaltungsprogramm und das läuft man durch. Und die Schweden sind vernünftig oder gut geschulte lutheranische Protestanten, die obrigkeitstreu sind und genau wie in Dänemark. Das sind wir typischerweise in Skandinavien. Sie wohnen relativ weit gestreut und das heißt, das Programm, das man in Schweden durchführt, ist nicht unbedingt in Deutschland oder in der Schweiz durchführbar. Aber man hat es eben in Schweden so gemacht und dort hält man sich jetzt an das Verwaltungsprogramm, an dieses Konditionalprogramm. Mhm. Also das war Luhmanns erstes Werk, Funktion und Folgen formaler Organisation. Das sehen wir hier massiv. Also der Heretiker, das ist die Verwaltung jetzt, die schwedische Verwaltung. Das ist eigentlich das Absurde daran. Ja. Es macht sehr viel Spaß, dir zuzuhören. Du hast einen unglaublich globalen Global, Europa hast du wirklich richtig schön im Blick, ne? Und dann noch die Zeitdimension, also die historische, das ist enorm. Ja. Aber Luhmann wurde einmal gefragt, in einem Interview 92, 93, wie er denn arbeitet. Mhm. Und seine Antwort war, das ist mittlerweile relativ berühmt, Zitat, ich arbeite primär historisch. Und wer die Neuzeit verstehen will, wer unsere heutige Zeit verstehen will, muss zeitlich denken, muss in Zeit denken. Und diese Zeitformen sind ja nicht nur abstrakte Strukturen oder philosophische Systeme, sondern sind aktualisiert, sie sind geformt in Semantik. Deshalb heißt Luhmanns eine Serie Gesellschaftsstruktur und Semantik. Aha. Das sind eben die beiden
Beine, auf die er steht, und man muss es eben historisch abarbeiten. Und da bin ich ein ganz alter Gutenberg-Mensch. Mir liegen die Bücher und das tote Papier oder der tote Baum. Der tote Baum, ja. Lagert und das ist, wenn man zum Beispiel ein Buch nimmt, das ist unveränderlich. Das ist, du solltest es gleich nehmen. Ja, Gott, finde ich gut. Ja. Das war eigentlich, das soll eigentlich auch so in Richtung Schlussplädoyer gehen. Ja. Und zwar, wie synchronisiert man über die Welt oder die bekannte Welt? Und die christliche Kirche im Weströmischen Reich musste im 4., 5., 6. Jahrhundert erleben, dass die politischen Strukturen des Weströmischen Reichs zerfielen. Mhm. Man konnte sich also nicht mehr auf heute würden wir sagen, staatliche, damals imperiale Machtstrukturen und Dissimulationsstrukturen, darauf konnte man nicht mehr aufbauen. Was macht man denn? Man hat den Heiligen Geist erfunden. Das war das Internet des Mittelalters. Ja, klar. Und der Heilige Geist, was hat er denn, oder was hat das Internet im Mittelalter transportiert? Es hat nicht Daten transportiert, also es war nicht Wikidata, sondern es hat Decoding transportiert. Das heißt, man konnte mit dem Heiligen Geist oder mit der Fiktion des Heiligen Geistes, konnte man mit dem Bibel, die Bibel oder heilige Texte lesen und man würde sie mit der Idee des Heiligen Geistes gleich verstehen. Egal wo in Europa oder auch weiter weg man es denn tun würde. Deshalb die Eucharistie, man macht es gleich auf der ganzen Welt. Deshalb auch, man musste Wein trinken, weil Wein war gleich. Es geht darum, ein ganz bestimmtes Verständnis zu synchronisieren. Es war also nicht eine, man konnte die Bibel in Rom und in Kopenhagen gleichzeitig lesen. Und die Idee mit dem Heiligen Geist war, jetzt wäre man, ja, in Dänisch würde man sagen, übersetzt begeistert. Und dann würde man das eben gleich verstehen. Was wir aber mit dem modernen Internet haben, das ist, dann kam der Buchdruck und der Buchdruck hat Texte verteilt. Genau. Wunderbares Buch. Unbedingt lesen. Okay. Da geht's auch um Kokosmilch. Ist Kokosmilch akzeptabel? Oder Cola? Ich dachte immer, die Frage ist, kann ich die Oblade auch vegan haben? Aber das wäre, glaube ich, eine andere Glaubensfrage. Kann man. Ja. Aber das wäre Buchdruck, dann wiederum die Bücher, man transportiert Texte. Mhm. Aber dann muss man fragen, das Internet, die Computer, als die hochkamen, was wurde dann synchronisiert? Also hier haben wir das Decoding, dann die Texte. Was synchronisieren wir heute? Und da wären wir wieder bei deinem Wikidata. Oh ja. Das ist nämlich, was synchronisieren wir? Wir synchronisieren heute Daten und nicht Texte. Oder anders gesagt, wir sind vom Alphabet zu den Zahlen gegangen. Ja. Und deshalb heißt also Buchführung, das Führen von Büchern oder die Zahlentheorie, das ist die große Aufgabe des 21. Jahrhunderts. Wir müssen verstehen, mit Zahlen umzugehen. Zahlen sind nicht einfach nur Zahlen, sondern wir müssen in der breiten Gesellschaft die Möglichkeit oder die Fähigkeit aufbauen, Zahlen lesen zu können. Und Zahlen lesen zu können heißt auch, damit kodieren, Zahlen modifizieren, damit arbeiten. Und das müssen hochaggregierte Formen sein. So wie wenn wir ein Word-Dokument schreiben oder wenn wir hier jetzt miteinander sprechen, das ist ja alles binär kodiert, transkodiert und vermittelt. Aber wie können wir mit Zahlen zählen? Das ist die Aufgabe der Next Society. Wie können wir mit Zahlen zählen? Ja, also das ist da unsere, auf diese Homepage oder auf diese URL, da habe ich wirklich
U, also sie heißt natürlich Q, die wir uns da gekauft haben. Hey, hallo. Oh, wo ist sie? Okay. 2014. Ah, hat er sie runtergenommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, wir haben Probleme. Es könnte auch sein, dass es eine globale Hacker-Gemeinschaft gibt oder Nordkoreaner, die das jetzt gerade zerstört haben. Die machen jetzt einen Denial-of-Service-Attack. Du kannst es ja gerade nicht wissen. Ja, das kann ich nicht wissen, aber weil ich Vermutungen habe, weiß ich es doch. Hm. Also gut. Nein, also gut, ja, also das ist sicher das große Thema, also auch am Donnerstag mit Servan Grüninger, mit ihm habe ich ja schon ein paar Sachen gemacht zu Open Science. Was ist eigentlich Open Science? Just science done right. So, also, und aber da werden wir sicher auch nochmal an dieser Definition arbeiten. Wie können wir das machen mit Open und Free? Wie können wir diese Definitionen machen? Mhm. Also das für mich ist das schon auch die große Frage. Also deshalb ja dieser Ausdruck, dass ich Wikipedia als Gegenreformation sehe, die eigentlich das Vorgängermodell der Wissenschaft einfach noch einmal zur Darstellung und zur Blüte bringt und ausweitet auf alle Lebensbereiche. Und dass jetzt aber eigentlich die Gegenreformation vor der Tür steht. Und ich hätte jetzt natürlich auch diese Vermutung, dass wir in Wikidata einer informationellen Allmende, die eben jetzt auch maschinenlesbar diese Editierungsmöglichkeiten gibt, da bin ich am Rumknobeln. Genau. Und die Aufgabe, die Gesellschaft sich selbst gestellt hat, ist, sich selbst so zu reduzieren oder so umzukodieren, dass wir maschinenlesbar sind. Es sind nicht natürlich die Maschinen, die sich umbauen, um uns zu verstehen, sondern wir als Gesellschaft bauen uns um, damit wir für Maschinen verständlich sind. Das ist das Interessante. Und da liegt der Haken am Next Society. Und das sehen wir, das sind die massiven Eingriffe in der Danke, Gunther, ihr Chef. Nein, es gab gerade einen sehr netten Kommentar. Ja, der ist sehr schön. Ja, hat mich sehr gefreut. Nein, aber das ist eigentlich das Interessante, das wir jetzt beobachten. Diese Selbstreduktion auf die Binärunterscheidung, die dann Computer oder maschinell lesbar ist. Und von dort aus wieder den Überschuss an Sinn zu ordnen und zu strukturieren. Und dann wären wir wieder bei Luhmann. Und Spencer Brown. Ganz wichtig. Ja, natürlich, oder? Aber das müssen wir ein anderes Mal durchlaufen. Das müssen wir ein anderes Mal machen. Aber ja, das wäre jetzt für mich, also ja, ich finde, das ist das Thema, oder? Ja. Ich finde, da sollten wir ansetzen. Das ist ein super guter Abschluss. Schau mal in die Agenda. In die Agenda? Also wenn du magst, da reinzugehen, das fände ich super geil. Ja, könntest du mit im Word-Dokument oder wo? Also ich meine, wir können einfach auch beide in die Agenda schauen. Also ich bin, also mit Servan werden wir ganz sicher darüber reden am nächsten Donnerstag um 10 Uhr. Ja. Aber wenn du irgendwo wenn ich das Thema auch, also das fände ich, das fände ich einen super guten Übergang. Also kannst du da noch überlegen? Ja, zum Thema Digitalisierung und ja, genau. Ja, genau. Ja. Also die Sätze, die du jetzt gerade zum Abschluss gemacht hast, oder? Ja, es muss ja irgendwas geben, worauf man aufbauen kann. Ja, ja, ganz genau. Also das finde ich gut. Also ja, machst du mir einen Vorschlag? Mache ich dir. Machen wir schriftlich nachher. Ja, super. Hey Lars, also das fand ich jetzt sehr, ja, also ich finde auch, ja, ein sehr schöner auf den Punkt gebracht hier.
Ich glaube, darum geht es. Und ich hätte eben auch gesagt, es ist für mich auch immer wieder diese, also Medienwechsel, die vier Symbole, die ich da habe, als ein Versuch, ne? Also sich nicht zu verkrampfen und nicht zu verheddern. Eben, dann muss man vielleicht mal Dickhäuter sagen, um eine gewisse Provokation zu machen. Ne? Ja, und wie ich dir gesagt habe, was kommt nach der Computer Society? Und bei deinen Symbolen bist du jetzt mit zwei Strichen am Ende. Was machst du mit dem dritten Strich? Ganz genau. Gehst du in die dritte Dimension? Also, ja, eben. Also, ja. Es gibt immer ein Next. Selbstverständlich. Und ich glaube, dass die nächste, also für mich wäre es auch klar, dass ich ja eben in dieser Kirche der Aufklärung am Nachdenken bin, oder? Also, und dass wenn du nachher das nächste Symbol dabei hast, dass du dort auch anders darüber nachdenken wirst. Ja, ich würde dir dann empfehlen, einfach einen Kreis zu machen. Zum Beispiel die liegende Acht, die, also auf jeden Fall kriegen wir das Achen hin. Aber würdest du das, ich hätte eben gesagt, wenn ich dann dort bin, werde ich nicht mehr so denken. Möglich. Das könnte ja auch sein, oder? Das ist sehr stark linear gedacht und Linearität wird anders gestaltet. Also diese eschatologische Linearität, die wir in der insbesondere im westlichen Christentum haben, die wird irgendwann mal den Bach runtergehen und unlinear werden oder begrenzt linear. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, das ist eine andere Geschichte. Also, das nächste Mal machen wir Wikidata, wir machen Open Free, irgendwie sowas, oder? Also wie wir Maschinen ermöglichen, mit uns stärker, intensiver, inniger zu kommunizieren. Wie wir uns selbst von Maschinen distinguieren, also unterscheiden und uns dadurch unterscheidbar machen, für Maschinen uns zu lesen und zu verstehen und mit uns zu kommunizieren. Ach so, ja gut, dann hätten wir schon den ersten Konflikt. Das war ja, glaube ich, auch bei Dirk Becker das Thema, gell? Genau. Genau, und dort würde ich ja sagen, nee, muss ich nicht. Also da kenne ich ja dann mit Umberto Eco und so. Ich muss doch nicht entscheiden, ob ein Stein denken kann oder nicht. Muss ich ja gar nicht. Nein, du musst nicht. Also, deshalb, du kannst es. Ja, aber das finde ich überheblich. Kannst du dafür entscheiden. Das finde ich überheblich. Nein, weil stell dir einen Baum vor, nicht einen Stein. Ein Baum, denkt der Baum oder denkt der Baum nicht? Wenn ich mir die Frage überhaupt nicht stelle, so kann ich den Baum fällen oder nicht fällen und das macht für den Baum an sich keinen Unterschied. Wenn aber der Baum dadurch stirbt, also bewusstseinsmäßig stirbt, er denkt, und dann hört das Denken auf, dann ist das wieder ein Unterschied, der vielleicht für Treehuggers wichtig ist. Ja, klar. Also gut. Hey, ich freue mich. Ja, mach mir bald einen Vorschlag. Ja. Das ist ein dringendes Thema. Wunderbar. Hey, Lars, ganz, ganz herzlichen Dank. Wunderschön. Ja. Ich danke dir für die Zeit, den Einblick in deine wunderschöne Gedankenwelt und das Licht, das Licht bei dir und die schnell vorbeiziehenden Wolken. Es macht Fernweh, dich da im Stream zu haben. Ja, das ist der Unterschied, den wir nicht besprochen haben. Zwischen Stadt, wo du wohnst und bist, und Land. Ja. Und das sehen wir auch im Coronavirus. Das ist die versteckte Unterscheidung. Aber das belassen wir mal. Ja. Vielen Dank. Es war eine Freude. Danke dir. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss, Lars. Wow. Ja. Hey, das hat jetzt sehr viel Spaß gemacht. Mit Geschichte Wind machen, ob das geht. Ich finde, es funktioniert eigentlich ganz gut, oder? Hey, ganz herzlichen Dank euch. Und immer wieder, also eben jemand, habe ich mal gesehen, ist reingekommen. Das sehe ich dann hier unten. Ich denke, für mich gerade jetzt in einem solchen Erstkontakt sehr wichtig, mal jemanden kennenzulernen.
bei den großen Gruppen, das ist einfach eine andere Dynamik. Also mein Workflow immer wieder, also das wäre für mich ein Feedlog, ein Arbeitsmeeting, wo ich an mehr oder weniger klaren Fragen am Arbeiten bin, und dann wieder wechseln in die Sprints. Und das schnellere Videoformat, was ich ja noch mache, ist mit Snapchat, diese früher bei Rebell TV hieß das die 10 Uhr Nachrichten am Morgen. Ja, wo war ich jetzt eigentlich hier? Das sind so kleine Schnipsel, die ich am Morgen mache, wo ich einfach zeige, wo ich gerade am Arbeiten bin, was gerade läuft. Also, das ist unter Wikidienstag immer der aktuellste Schnipsel. Ja, okay. So, also, aha. Hier, das ist Wikidienstag, das ist immer der aktuellste Schnipsel, der da. Ich bin immer noch so ein bisschen in diesem 10-Uhr-Rhythmus. Meistens um die 10 Uhr kommt, wenn nicht gerade etwas anderes am Laufen ist. So, und das lege ich jetzt ab in die Feedlogs. Das ist bereits verlinkt. Oh nein, natürlich hier in die Feedlogs, Entschuldigung. Das sind hier diese Feedlogs, die ich hier protokolliere. Das war damals der Start, 4.2.2019. Da haben wir angefangen, durch den Monat zu gehen mit 4 Feedlogs pro Monat. Der erste Dienstag zu Wikipedia, der zweite zu Wikidata, der dritte zu Open Science, der vierte zu Community Care and Transitional Journalism, konnte ich nicht ganz so durchziehen, hat aber geholfen, halt das Teil aufzubauen. Ich hoffe, ich komme irgendwann wieder auf diesen Rhythmus zurück, deshalb habe ich ihn auch nicht weggenommen. So, und das sind jetzt also diese diese Teutoburger Gespräche im Teutoburger Wald, die im Moment da am Laufen sind, ausgelöst durch diese Corona-Geschichte, wo ich ganz am Anfang mit Karin Mölling und dann schnell mit Wodark. Wodark ist dann später noch einmal gekommen, wo man ihm die Webseite genommen hat, etc. Aber es waren eigentlich die einzigen Gespräche, wo ich jetzt mit Virologen gesprochen habe. Interessiert mich eigentlich gar nicht so. Mich interessiert das Thema von, ja, wie es ja hier überall zu zeigen ist, jetzt habe ich das nicht mehr. Ah, hier, diese 4 Zeichen, Medien wechseln. Die Suche nach Unterscheidungen, die einen praktischen Unterschied machen. Ja, danke, tschüss, euch auch. Merci vielmals, bleibe gesund und munter. Bis nächsten Donnerstag, 10 Uhr morgens. Ciao, Michaela. Adieu.